Willkommen zur nächsten Episode beim Green Grappler Podcast. Dieser Podcast wird mitpräsentiert von der We Love MMA, dem größten Veranstalter für MMA in Deutschland. Schaut doch mal auf der Seite vorbei, welovemma.de. Und es gibt noch einen weiteren Kooperationspartner, Herbadia, dein Hauptstadt-Online-Shop für natürliche CBD- und Hanfprodukte in bester Qualität. Schaut doch einfach mal auf der Seite herbadia.de vorbei. Und wollt ihr ein bisschen was sparen, dann gebt einfach Green Grappler 20 ein und ihr spart 20% Rabatt auf euren Einkauf. Und da ist das Intro schon wieder zu Ende. Mein Name ist Dennis Schröder und willkommen zu einer weiteren Episode beim Green Grappler Podcast, dem Podcast für Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling und MMA in Deutschland. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Es gibt jetzt offiziell den Green Grappler Fanshop. Da bekommt ihr Green Grappler Podcast Tassen und Green Grappler Podcast Shirts, genau wie Green Grappler Rush Guards, alles was ihr wollt, Flipflops, alles was das Herz begehrt. Geht einfach mal auf die Seite green-grappler-shop.myshopify.com und da findet ihr den ganzen Stuff. Und zu guter Letzt, habt ihr auch Interesse daran, einen so coolen Fanshop zu kriegen, dann schickt einfach eine E-Mail an kontakt@magicmerch.de. Verlinkung findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Und wir haben noch einen weiteren Kooperationspartner jetzt an Bord und das ist Okami Fight Gear. Also, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt, dann gebt einfach den Code GREENGRAPPLER15 ein und ihr bekommt 15% Rabatt auf euren Einkauf. Schaut einfach mal auf der Seite okamifightgear.com und da findet ihr alles, was ihr fürs MMA, Grappling und der BJJ braucht. Hi liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zum zweiten Teil der Folge Nr. 45. Bei dem letzten Part ging es ja viel um die Pandemie und wie Peter Angerer im Moment damit umgeht. In meinen Augen war es eine sehr emotionale Episode und im zweiten Teil geht es jetzt mehr um die Historie, um die privaten Fragen, also seid gespannt. Hattest du vorher schon mal mit deinem Mindset, wenn es um Kämpfe geht oder was auch immer, ja, da gibt es ja verschiedene Stadien einfach, hattest du da vorher schon immer so mal oder früher mal Probleme gehabt, ja, zu sagen, oh, vielleicht schaffe ich es nicht, ja, und durch dieses, durch die Unterstützung von Matthias Werner hatte ich das nochmal auf ein anderes Level gebracht. Was genau hat er da gemacht oder was genau hat es bei dir ausgelöst? Also ich denke mal, zweifeln oder Angst haben, teilweise sogar regelrechte Panikattacken zu kriegen, das kennt jeder Kämpfer vor einem Kampf. Also da ist irgendwann ist der Punkt da, ja, bei manchen früher, bei manchen später. Mhm. Und da geht dir dann schon durch den Kopf, ey, Digga, was machst du denn hier? Ja, also ja. Musst du unbedingt hier sein, ja. Also, nee, man könnte auch jetzt zu Hause auf der Couch sitzen und alles safe, ja. Und damit hatte ich aber nie ein Problem. Also ich war schon, seit ich klein war, jung war, war ich ein sehr leidenschaftlicher Kämpfer. Also mich hat das Kämpfen von Anfang an immer voll mitgerissen. Für mich war nie irgendwie wichtig, gegen wen, wie oft, wie lang, ja, oder welches Gewicht. Für mich war immer nur wichtig, okay, jetzt können wir uns fetzen. Hm. Ja, und das war für mich schon immer so ein, dieses Messen war für mich immer so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und aber im Laufe der Jahrzehnte habe ich dann irgendwie festgestellt, dass irgendwas kaputt gegangen ist bei mir. Also so wirklich kaputt. Es war nicht mehr da. Ich konnte es gar nicht irgendwie in Worte fassen. Es war einfach, es hat sich nicht mehr so richtig angefühlt. Ich hatte aber noch unglaublich Bock drauf zu kämpfen. Es fiel mir schwer. Das war so viele, viele Gedanken, viele Zweifel, die ich so einfach nicht kannte. Und dann sagt dir natürlich auch jeder mit Mitte 30, oh, jetzt bist du Mitte 30 oder Ende 30, jetzt wird es doch langsam mal Zeit, dass du mal aufhörst und dass du mal dich nur noch aufs Trainersein konzentrierst und deine Gürtel um den Bauch spazieren trägst und wichtig bist. Und das ist halt ein Gedanke, mit dem ich mich immer noch nicht anfreunden kann. Also das ist mir, ja, das ist für mich kein Dasein. Also ein Kämpfer zu sein, das ist für mich ein Dasein. Und das mit Matthias kam ganz zufällig eigentlich. Ich war mit dem Franco De Leonardis und mit dem Daniel Ackermann in Mainz verabredet zum Training. Ja, wir haben uns natürlich immer ab und zu getroffen. Entweder sind die Jungs runtergekommen zu mir oder ich bin zu denen hochgefahren. Mal waren wir in Hanau, mal waren wir in Mainz.
Und einfach mit ein paar richtig guten Leuten einfach ja, mal den Punk abgehen lassen. Es war halt also für mich immer eine sehr ernüchternde Erfahrung, wenn du da Daniel und Franco siehst. Das sind einfach echt krass gute Leute. Also einfach wirklich krass gute Leute, auch damals schon. Und der Chef, der Matthias Wanner, der hat es mitgekriegt, ich weiß nicht von wem, dass ich nach Mainz komme. Und dass ich mich auf einen Welttitelkampf vorbereite. Das war das, ich wollte mir den Titel wiederholen im Shido MMA gegen den Massimiliano Costanzo aus Italien. Und der war zu der Zeit war der World Champion, also war Weltmeister. Und Matthias hat es dann mitgekriegt und dann schreibt er mir eine Nachricht und hey Peter, wie schaut's aus? Hab gehört, du bist in Mainz. Magst du auf einen Kaffee vorbeikommen? Und ich so, voll cool, ja. Matthias, ein von mir aufs Höchste respektierter Mensch. Sehr, sehr belesen, sehr intelligent, sehr eloquent. Hat einen sehr coolen, speziellen Humor. Mag ich übrigens auch sehr. Ja, wenn du so als Begrüßung direkt mal so eine verbale Klatsche kriegst. Da, also, das ist schon, meinst du schon sehr speziell. Aber es hat mir immer sehr gut gefallen. Ich habe mich da unglaublich wohl gefühlt. Da habe ich gesagt, ja klar, komme ich vorbei. Und dann bin ich natürlich erstmal von Franco und Daniel zerlegt worden, so wie es sich gehört. Und dann ja, Nase putzen, Tränen trocknen und dann ins Auto gesetzt und nach Nackenheim rübergefahren zum Chef, zu Matthias. Und dann habe ich gar nicht gewusst, was der von mir will. Habe mich aber gefreut, weil ich ihn halt gut kenne oder halt von den Events gekannt habe und schon jemand war, auf den ich zudem ich wirklich hochgesehen habe. Ja, einfach mit seiner Art. Also er hat eine sehr charismatische Art, er ist sehr ruhig. Ja, und er ist einfach meiner Meinung nach übelst kompetent, was das Grappling angeht. Also ja, später dazu. Dann war ich bei Matthias und dann haben wir Kaffee getrunken und dann sagt er so, auf einmal beim Kaffee trinken, du Peter, ich würde dich gerne auf deinen nächsten Kampf vorbereiten. Stehe ich da und denke mir so, oh, wow, also der Matthias will mich trainieren. Ist ja der Trainer von Daniel Ackermann. Ja, da war ich dann schon so, pff, okay. Da sagt er, ja, also wir können uns natürlich zum Grappeln treffen. Ja, so alle ein, 2 Wochen kommst du hoch nach Mainz oder er kommt mal runter zu mir. Aber er möchte auch mental mit mir arbeiten. Da war ich gar nicht drauf gefasst. Ich habe gedacht, das mache ich so wie immer und ziehe das Ding halt durch. Und dann frage ich so, ja, wie? Ja, er würde gerne mit Hypnose mit mir arbeiten. Dann habe ich schon das Lachen angefangen. Da sage ich, okay, Matthias, kannst du dir sparen, funktioniert bei mir nicht. Ja, ich war mal als Jungspund in der Disco bei so einer Showhypnose und das war halt bei mir quasi Licht aus, tot gewesen, nichts mehr gemacht, Licht wieder an. Alle haben irgendwas gemacht und das, was er gesagt hat, bei mir, ich war quasi wie tot. Ich habe mich nicht mehr bewegt, war vollkommen regungslos. Sag ich, das funktioniert bei mir nicht. Und er sagt, ja, das können wir gleich mal ausprobieren. Und dann hat er mich echt bei sich im Wohnzimmer auf die Couch gelegt und dann hat er mich mal kurz ins La-La-Land geschickt. Und das war ein abartiges Erlebnis. Also es war wirklich richtig krass. Er hat mich dann mal zwischendrin in der Session kurz aufgeweckt, dann hat mich mal wieder hergeholt vom Bewusstsein. Dann liege ich quasi auf dem Sofa. Ein Arm schwebt so in der Luft. Ja, so Ja, eine Armlevitation, ne? Nennt und man das. ich guck so den Arm an und dann war ich schon wieder weg. Ja, und dann hinterher war das bei mir, ich wusste ja quasi gar nichts mehr. Also der hat mich einfach voll geschickt und sagte, ja gut, das wird bei dir funktionieren. Lass uns mit Hypnose arbeiten. Und dann denke ich mir so, okay. Dann war ich 1 oder 2 Wochen später zu ihm in Mainz im Training. Ja, nur mal zum Rollen, weil er muss ja gucken, an was man arbeiten muss. Und das war die traumatischste Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Also der hat mich wie einen Putzlappen über die Matte gezogen. Ja, also ich habe davor in ADCC in Abu Dhabi gekämpft, ich habe in Torrance bei den Gracies gekämpft, ja. Und da kommst du zum Matthias, der hat immer so mausgraue Klamotten, so wirklich
so unscheinbar, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben noch die Ärmel abgerissen. Dann schaust du dir den an, dann denkst du, alles klar, jetzt cool, roll mal halt mal ein bisschen, gell? Und du kannst dich, du musst dir das vorstellen wie in so einem Mafia-Film. Ja? Wenn sie dich, wenn du aufwachst und du bist gefesselt in einem Auto und kannst rausgucken. Okay. Und oben stehen dann die Jungs und schauen in die Müllpresse rein. Und dann drückt einer auf den Knopf. Und genauso ist es mit dem Chef zu rollen. Das ist unglaublich. Ja, ich habe die ersten, also ich sage jetzt mal mindestens 5, eher 10 Jahre, nicht einmal sowas gehabt wie eine Position. Das, du kriegst einfach nichts. Kannst knicken. Und dann bin ich nach den 2 Stunden, die er mich da als Putzlappen misshandelt hat, bin ich dann ins Auto eingestiegen und dann habe ich wirklich die komplette Heimfahrt geheult. Also wirklich wie ein kleines Kind. Bin dann heulend, Rotz und Wasser heulend, bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, okay, ich höre mit dem Sport auf. Also es war wirklich ernsthaft, es war wirklich eine Überlegung. Ich kämpfe nicht, ich höre mit dem Sport auf. Das Thema ist für mich gegessen. Das kann es ja überhaupt nicht sein. Und dann war ich aber am nächsten Tag im Training. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auf einmal mit den Leuten ganz anders arbeiten kann. Dass ich mit Druck besser klarkomme, dass ich aus Situationen rauskomme. Ohne dass der Matthias überhaupt mit mir geredet hat. Der hat mich wirklich nur als Putzlappen und dann hat er die Matten mit mir geschrubbt und dann bin ich wieder gefahren. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, da ist irgendwas. Und dann war ich wieder oben bei ihm zur Hypnose. Dann kam auch er mal runter zu mir, hat mich also fährt 2,5 Stunden von Mainz zu mir, hypnotisiert mich 1 Stunde, ist mit mir und fährt wieder nach Hause und hat nie auch nur die Hand aufgehalten. Also einfach ein total gerader, korrekter Typ. Ja. Oder wir haben uns auch in Backnang dann mal getroffen beim Arthur Allerborn. Das ist die Kampfsportschule Allerborn in Backnang. Das ist der Arthur ist schon eine echte Ikone, ja, im Boxsport. Ja, ist auch ein guter Freund von Matthias. Also so, man hat sich immer wieder getroffen irgendwo. Es sind immer wieder dann im Laufe der Jahre so die richtigen Leute zusammengekommen. Mhm. Und der Matthias hat es dann einfach mit dem Mentaltraining so richtig bei mir, ich glaube 2 Monate waren das, auf den Welttitelkampf. Und das hat er richtig in Angriff genommen. Und immer wieder mit Hypnose gearbeitet, mit Visualisierung gearbeitet. Und dann kam der Tag des Kampfes. Und war alles okay bei mir. Und ich warm mich auf. Ich habe mich sogar mit dem Danny Ackermann warm gemacht, was immer nicht so eine gute Idee ist, wenn man, ist wirklich keine gute Idee, ja. Mit dem habe ich mich in Japan aufgewärmt, bei den All Japan Open. Und dann mache ich in der Ecke von Umkleidekabine auf, hat er mich einfach mal kurz K.O. getreten. Beim Aufwärmen in der Umkleidekabine, ja. Und dann geht die Tür auf, hey Peter, du musst jetzt kämpfen. Und du so, ja, ist richtig krass. Also der Danny hat mich dann mal so kurz 5 Minuten vor meinem Welttitelkampf hat er mich mal geschwind rumgelassen. Also wirklich wie ein kleines Kind. Und dann stehst du ja echt da, okay, alles gleich. Ich kann gar nichts. Ich kann wirklich gar nichts. Was will ich denn? Warum gehe ich denn da hin? Ja? Und der Kampf hat dann insgesamt so knapp über 40 Sekunden gedauert. Und dann habe ich dann einfach wirklich den Konstanzi vernichtend, also einfach zerlegt. Also der hat in dem ganzen Kampf keinen Stich gemacht. Also wirklich keinen einzigen Stich. Ja, der ist quasi da reingekommen und ich weiß da gar nichts mehr davon. Ich habe hinterher das Video gesehen. Mhm. Und das Interessante ist, ich war da dann natürlich total stolz und wieder Weltmeister vom Verband und richtig cool. Dann habe ich das Video meiner Mama und meinem Papa gezeigt. Ja, und dann ist meine Mama so erschrocken, als sie das Video gesehen hat. Und dann sagt sie, Peter, wie früher. Du kämpfst genau wie früher. Und da ist es mir erst aufgefallen. Der Matthias hat einfach nur dafür gesorgt, dass dieser ganze Gedankenmüll, der sich da im Lauf der Jahre ansammelt und jeder erzählt dir, wie es noch besser geht und jeder hat 5 gute Tipps und jeder hat einen guten Ratschlag und viele sagen, du sollst aufhören. Und das sammelt sich im Lauf der Jahre einfach an. Und der Matthias hat einfach meinen Kopf wieder klar gemacht. Der hat einfach mein Büro aufgeräumt. Und da bin ich da reingegangen und habe gekämpft, als wäre ich 15. Und das hat gereicht.
Also es hat wirklich ordentlich gereicht. Jetzt habe ich mir aber in dem Kampf den Mittelfingerknöchel von der Faust zertrümmert, weil ich ihn so hart geschlagen habe. Also der hat richtig gekriegt. Und ich hatte 4 Wochen später schon einen Kampf in England gegen Paul Jenkins. Und Paul Jenkins war zu der Zeit, der war Cage Rage Champion, das war wirklich übelst krass, der Name in England. War das für die Zeit 2006? 2006, 2007? Das war 2005, das war früher. Ah, okay. Das war 2005. 2005 im April, glaube ich, habe ich den Konstanzi geschlagen, bin wieder Champion geworden. Und 2 Monate später war ich dann auch 2005 bei FX3, das war die Debütshow von denen. Mhm. Die haben mich gekannt, weil ich bei Ultimate Combat gekämpft habe. Und dann haben die mich geholt, gebucht. Und dann sollte ich halt gegen den Hands of Stone in den Ring steigen. Und das war ja ganz klar, die brauchen halt einen Namen, wo der Lokalmatador einfach kurz wegklatschen kann und dann sind die Engländer zufrieden, klatschen Applaus und die Show läuft, ja. Hm. Und so haben die sich das mit Sicherheit auch alle vorgestellt. Ja, und dann hatte ich natürlich eine gebrochene Hand, also eine Fraktur direkt im Faustknöchel. Das Ding ist abgesplittert, also den Knochen konnte ich rumschieben. Und da war an Training oder an Schlagen war da überhaupt nicht zu denken. Hm. Und dann kommt wieder der Matthias ins Spiel. Er sagt, ja gut, das ist ja nur Schmerz, das können wir abschalten. Sag ich, wie, das kannst du abschalten? Ja, dann machen wir eine Hypnose und dann spürst du nichts mehr. Krass. Ja, also der hat sich, nur um das kurz einzuwerfen, der Matthias hat sich im Selbstversuch in Mainz im Krankenhaus operieren lassen. Der hatte hier irgendein Gefäß, war eine Auswucherung, mussten sie 2,5 Zentimeter wirklich aufschneiden, aushöhlen und machen. Also das kannst du ja gar nicht vorstellen. Das hat er ohne Betäubung gemacht, ohne Anästhesie. Nur hat sich selber runterhypnotisiert. Gibt es Bücher davon? Also Matthias ist ein sehr erfolgreicher Autor. Mhm. Hat da Bücher über Hypnose und Selbsthypnose geschrieben. Kann man bei Amazon mal eingeben, Matthias Wann, und dann spuckt es direkt die Bücher aus. Und mal ganz ehrlich, eigentlich eine Pflichtlektüre für jeden Kämpfer. Mhm. Ja, einfach wenn man so am Kopf arbeiten will. Auf jeden Fall hat der Matthias das dann auch gemacht, hat mir also meine Schmerzen aus der Hand weghypnotisiert. Mhm. Ich bin dann reingegangen und das war dann auch in der ersten Runde Sieg gegen Jenkins, also von Jenkins geschlagen, vor heimischem Publikum, alle natürlich Kinnlade unten. Und ich natürlich, clever wie ich bin, ja, gehe ich natürlich nach dem Kampf, ist meine so ein cooler Hecht, ja, dann gehe ich raus und ich rauche ja, also muss ich jetzt auch dazu sagen. Ja, ich rauche, seit ich 15 bin. Viel? Und, oder? Wie bitte? Viel? Oder wie ist das bei dir? Muss nicht drüber reden, aber wenn... Nein, also für mich, jetzt seit 2 Jahren bin ich umgestiegen auf IQOS. Also ich kann keinen Rauch mehr inhalieren, das packe ich nicht mehr. Ich rauche jetzt praktisch Rauchen light. Ja, okay. Also das IQOS habe ich rauch, seit ich 15 bin. Ist das so eine E-Kippe jetzt oder was ist das? Nee, das ist so Pfeifentabak, der erhitzt wird und dadurch dampfst du dann das Nikotin aus. Ist halt kein Rauch, ist halt kein Rauch mehr. Ja, okay. Aber das ist, ja. Und ich gehe raus und der Matthias ist militanter Nichtraucher. Also wirklich militanter Nichtraucher. Ja. Und wir hatten in der Hypnose auch ein Codewort vereinbart, ja, wenn er das dann sagt, dann ist alles wieder normal. Ja, ja, dann ist alles, dann ist mein Schmerzempfinden alles wieder voll da und ich gehe vor die Halle, cool, schnappe mein Kippchen, geil, so, ja, lange keine mehr geraucht, jetzt ein Kampf gewonnen, da kann man eine rauchen. Und ich stehe da draußen vor der Halle und ziehe mir gerade so mein Kippchen, der kommt um die Ecke, der Chef, ja, und sieht mich natürlich rauchen und, ah, oh, Peter, war ja klar, muss wieder rauchen. Und ich natürlich, ich kann ja meine Klappe auch nicht halten. Und sagt dann so, ja, Matthias, magst du mal ziehen, oder? Dann läuft er zu mir her, legt seine Hand auf meine Schulter und sagt, Feuerwehrauto. Und dreht sich um und läuft weg. Und mein Schmerzempfinden war wirklich so, war das wieder da, ich wäre fast gestorben. So, oh, ja, alles. Muss man sich mal vorstellen, wie sehr dieser Mensch mich liebt.
und schätzt, dass er mir das antut, nur wegen dem Spruch von der Kippe, ja. Aber das ist definitiv der Matthias ist ja im Kampfsport ganz klar, also vor allem was das Grappling und was das MMA angeht, ist definitiv der wichtigste Mensch für mich. Ja, also was ich von dem gelernt habe, das geht auf gar keine Kuhhaut. Und er war auch bei den meisten, also er war wirklich bei vielen meiner Profikämpfe dabei, ist mit mir nach England geflogen und was weiß ich. Und ich habe in der Zeit immer dann auch in Mainz trainiert. Also regelmäßiger Gast. Deswegen haben wir auch zu den Mainzern, also ich habe zu den Mainzern ein sehr, sehr verbundenes und freundschaftliches Verhältnis. Sind einfach alles gerade Typen. Ja, da ist kein Schräger dabei. Und das ist, ja, so habe ich die halt alle kennengelernt. Frank Stäblein und Patrick Herring, Marc Becker, wie sie alle heißen. Und die Mainzer waren halt immer korrekt beim Kämpfen. Ja, die haben immer abgeliefert. Die waren immer stark. Die haben nie irgendwie groß die Klappe aufgehabt oder ja, so den Affen gemacht, so à la McGregor. Ja. Und das macht mir die Mannschaft gleich nochmal viel sympathischer. Also es ist eh schon ein cooler Haufen. Ja, aber das war dann für mich noch so, okay, also die sind korrekt. Ja, und deswegen, ja, der Matthias, der hat eigentlich so mein Mindset, der hat es nicht großartig verändert. Er hat es nur in die richtigen Bahnen gelenkt und den Müll und die Schlacke, so nenne ich es jetzt mal, die hat er einfach oben aus dem Kopf rausgeräumt, sodass es wieder funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Krass, Wahnsinn. Ja. Ist auch eine Wissenschaft für sich, ja. Das Ganze. Und Hypnose. Ich habe auch schon von Operationen gehört, die unter Hypnose stattgefunden haben. Das ist echt faszinierend, ja, muss man ja sagen. Ja. Wie man es schafft, jemanden so wegzudissoziieren. Ja, ich glaube, das ist ein Dissoziationszustand, oder? In dem man dann so ist, wenn dann so eine Abspaltung stattfindet. Ja, jeder Mensch hat ja verschiedene Ego-States. Ja, mit denen man ja im Prinzip alltäglich zu tun hat. Entweder wird man angetriggert, dann ist vielleicht eher so der Verachtende im Vordergrund. Dann muss man halt daran ansetzen, jetzt in der Therapie, warum ist diese Persönlichkeit immer im Vordergrund gerade? Wie schafft man es wieder vielleicht, den Positiveren wieder nach vorne zu holen? Ja, wodurch wird das ausgelöst? Ja, das ist schon echt faszinierend, was man alles mit dem Gehirn machen kann, ja, und mit dem Bewusstsein. Das Gehirn macht alles. Ja, das ist echt faszinierend. Also ohne Gehirn, weißt du, stell dir mal vor, also ohne Gehirn bist du einfach auch gar nichts. Ja. Ja, also das ist ja wirklich, und deswegen, die Leute sagen ja immer, Kämpfen ist zu 75% Kopfsache, Schmarrn, 99. Ist wirklich meine Meinung, 99% vom Kämpfen ist einfach Kopfsache, ist Mindset, fängt schon in der Vorbereitung an. Ja, deswegen hatte ich auch bei meinem allerletzten Profikampf 2014, hatte ich ja die Traumecke, also wirklich die Traumecke. Ich hatte den Stefan Hoss, mein Schüler, als meinen Trainer fürs Boxen. Und der Stefan ist ein begnadeter Boxer, also der ist wirklich richtig gut. Ein super analytischer, ruhiger, klarer Typ. Also der hat mich wirklich, das ist einfach, wenn sich der Kreis schließt und der Schüler in Anführungszeichen auf einmal den Trainer trainiert und wirklich, und ich habe so viel von ihm gelernt. Dann hatte ich den Frank Stäblein für Kondition und Ringen, also für das Ringerische und für die Kondition, und tja, das habe ich bereut. Ja, das ist schon ein Schleifer. Ja, also in manchen Ländern würden sie den wahrscheinlich in den Kerker stecken. Das ist ein übler Schleifer. Und dann natürlich für die ganze Kopf- und Grappling-Geschichte hatte ich den Chef. Und ich habe gewusst, mit der Ecke kannst du nicht verlieren. Also wenn du mit der Ecke verlierst, ja, dann hast du wohl verloren. Also dann ist der andere einfach ganz klar besser. Da gibt es nichts zu reden. Dann war es nicht irgendwie so ein knappes Ding, sondern muss das einfach ganz rigoros klar sein. Und das ist ja alles so gelaufen und mit einem richtigen Mindset auch von Matthias war auch die Vorbereitung schon eine ganz andere wie sonst, war der ganze Ablauf ganz anders wie sonst. Also es lief alles. Es ist der einzige Kampf in meiner ganzen Karriere, wo ich sage, da habe ich alles richtig gemacht. Also wirklich alles, da hat alles gepasst. Das ist der einzige.
Ja, und das war definitiv der Verdienst von den drei Leuten, also der Stefan Horst, der Frank Stäblein und der Matthias Wanner, die haben eigentlich den Japaner geschlagen und nicht ich. Aber es Wahnsinn. war schon echt ein krasses Erlebnis. Ja. Ja. Anthony Noe im Publikum, also bei uns in Deutschland, den haben wir einfliegen lassen, ja, mit seiner Freundin, mit der Sarah. Fernsehen da, die Presse da, also es war wirklich, ja, es war so eine richtig, also das war wirklich eine Abschiedsparty, wenn man sich wirklich nur einmal im Leben wünschen kann. Ja, dann natürlich noch mit dem passenden Ergebnis dazu. Ja, der hatte ja vier Kämpfe, der war ja noch als Profi aktiv. Ich hatte ja jahrelang, 5 Jahre lang Pause und gar nichts mehr gemacht. Also aktiv gekämpft, also als Profi, als so natürlich schon Turnierchen gekämpft und so. Und der hatte die letzten vier Kämpfe gewonnen, hat auch in Korea gekämpft und war wirklich, also war echt fit und noch nie in seinem Leben vorzeitig verloren, bis er bei uns in Metzingen war. Und das war einfach eine absolute Punktlandung. Ja, das ist so gut gelaufen, das war einfach so perfekt. Deswegen, auch wenn es mich eben ab und zu mal wieder so bitzelt, ja, und wenn ich dann so kämpfe, ist ja, wenn ich dann zum Coach mitgehe oder dann mit dir, ich trainiere ja jede Vorbereitung komplett mit. Und das ist schon, oh, da denke ich mir dann schon so ab und zu so, hey, komm, jetzt kannst du mit den Jungs hier zumindest mal mithalten noch, ja. Ja, da könnte man es vielleicht schon nochmal probieren, aber nee. Besser als der Abschied kann es definitiv, also kann es einfach nicht mehr werden. Ja. Jetzt würde ich im Nachhinein aus falschem Ehrgeiz oder aus falschem Antrieb heraus, würde ich diesen perfekten Endpunkt einfach nur kaputt machen. Ja, deswegen Grappling cool. Ja, das würde ich eh, also werde ich nie aufhören, ja, Jiu-Jitsu und Grappling zu kämpfen. Das ist einfach, da muss ich dann schon tot umfallen, dass das nicht mehr geht. Und dann Karate hätte ich, also Shidokan hätte ich schon nochmal Bock. Also das ist nochmal so richtig Knüppeln in Japan, das wird mich schon reizen. Das wird mich schon nochmal bocken. Aber so Profi-MMA, war ein guter Abschied. Ja. Ist ja auch eine Entscheidung, die man dann trifft, ja, die man auch zu Ende denkt vorher, ja, und das Genau. ist ja auch ein Schritt eines Kämpfers, denke ich, ja, sowas für sich zu entscheiden. Ja, und hast ja den Vorteil, dass du auf alle Fälle auch auf andere Kampfsportarten umsteigen kannst oder umwechselst, wenn es um Turniere Genau. geht. Ja, und ich finde, also so Grappling, ja, ist ja im Prinzip, wenn es darum geht, wirklich Vollkontakt zu haben, kann man das ja schon vom Realismus sehr stark mit MMA vergleichen, oder? Auf Oder wie jeden siehst du Fall. das? Ne? Also wo hast du denn die Möglichkeit, wirklich Vollgas zu geben, auch im Training, ja, Richtig. ohne dass du dabei K.O. gehst? Ja, muss halt nur auf die Submissions aufpassen und auch so fair sein, dass du natürlich deine Trainingspartner nicht verletzt. Ja, aber Richtig. da kriegst du, glaube ich, auch das realste Feedback zurück einfach, ne? Das ist meiner Meinung nach auch der Grund für den extrem großen Suchtfaktor. Also ich bin wirklich rollsüchtig. Also wenn ich ein paar Tage nicht roll, sei es jetzt, ob ich krank bin oder irgendwo unterwegs, ja, das geht gar nicht. Also das geht wirklich gar nicht. Ich brauche irgendwie dann Kontakt und Rollen und dann funktioniert das Gehirn aber auch ganz anders. Also für mich ist Rollen, egal ob jetzt mit Gi oder ohne Gi, wobei ich ohne Gi bevorzuge, aber das ist Rollen ist für mich wie eine Meditation mit Fremdbeteiligung. So muss man es eigentlich sagen. Das ist wie Yoga mit Partner, der sich wehrt. Also da wirst du gebogen, gedehnt, da muss dein ganzer Körper, alle Sinne müssen da sein. Du hast ja, wie gesagt, immer noch diesen Ernst der Situation natürlich direkt vor Augen und bist da mittendrin. Ja, da hängt dir einer auf dem Rücken und will dich auschoken. Da kannst du nicht sagen, so, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, oder jetzt wechsel mich mal ein. Ja, das geht halt nicht. Du musst da schon da sein, du musst echt fit sein. Und das ist ein Gefühl, also ich finde halt, dass du nirgends so lebendig bist, einfach für mich gefühlt,
wie beim Rollen. Mhm. Und deswegen Rollen ist für mich, ja, also ich roll eigentlich jeden Tag. Und als ich, dann rede ich nicht von mal 5 Runden gemacht oder so. Also wir machen Minimum 10 mal 5, also 10 Runden auf 5 Minuten mit wechselnden Partnern. Oder wir machen gar keine Pausen dazwischen. Man rollst dann einfach mal eine Stunde durch. Und das ist einfach genial. Wo kannst du denn das machen? Mach doch mal eine Stunde Thai-Boxen. Ja. Ja, da bist du nach 15 Minuten bist du Schrott. Ja, ja. Da ist alles kaputt und vor allem die Tage danach. Du kannst dich ja dann kaum noch bewegen, du kriegst deine ab, dann hast du wieder einen Cut, dann hast du wieder ein blaues Auge, dann hast du eine blutige Nase, dann hast du eine dicke Lippe, dann tun dir deine Unterarme weh, dann tun dir die Fäuste weh. Es ist halt einfach eine Materialschlacht. Ja, und beim Rollen, wenn du natürlich die richtigen Trainingspartner hast, kannst du wirklich 100% Vollgas gehen und es passiert nichts Dummes. Ja. Ja, das mit Stefan Hoss zum Beispiel oder mit Maximilian Schmidt, also die Jungs von mir, da gibt es echt ein paar Leute, Selvin Rančilović, ganz klar, Alex Budja mit seinen 110 Kilo, ja, das ist die volle Waffe, der hat die ADCC German Open gegen einen Mann aus Schweden, war das, glaube ich, in 7-8 Sekunden gewonnen. Wahnsinn. Geht rein, schnappt den Kopf, Guillotine, tot, alles klar. Sieger. Ja, das war wirklich heftig. Und mit dem Mann kannst du rollen. Also es ist ein Bär. Also wirklich, der besteht aus 110 Kilo Muskelmasse. Ja, das ist nicht so ein schmaler Wurf wie ich, ja. Der ist so vorsichtig, der ist so kontrolliert, der gibt auch Vollgas, aber der weiß ganz genau, wann er das Gas rausnehmen muss. Mhm. Ja, oder wo er seine Kraft rausnehmen muss, damit er dir nicht wehtut. Mit solchen Leuten zu rollen, das ist ja wie ein Geschenk. Ja. Geht es dir einfach nur gut, dann hast du einfach wieder eine Stunde, anderthalb richtig Dampf abgelassen. Ja, top. Ja. Was willst du mehr vom Leben? Hast dich bewegt? Warst im Kopf immer, also so empfinde ich das, ich bin dann die ganze Zeit irgendwie so in meinem Kopf. Und ruhe mich da aus. Also es ist wirklich, ich komme beim Rollen wirklich übelst zur Ruhe. Ich bin da wirklich, egal wie der Tag war und wenn es wirklich ein sehr suboptimaler Tag war und wenn mich wirklich viele Leute genervt haben und wenn es überhaupt nicht gut läuft, dann gehst du rollen, ist alles gut. Wie so ein Reset. Ist wirklich alles gut. Ja, das ist wirklich wie so ein Reset. Ja, du hast einfach dann diese Ruhe weg. Ja, da versuchen sie dir wirklich den Kopf runterzureißen und ja, was wollt ihr jetzt da draußen eigentlich von mir? Ja, ich brauche das schon. Also ich brauche wirklich diesen Ausgleich zu diesem Alltag da draußen. Das ist schon immer schwerer Tobak und vor allem halt jetzt gerade in der Situation. Ja. Also ich habe 7 Wochen nicht gerollt, ja, wo wir wirklich komplett dicht hatten, wo gar nichts ging, nichts mit Leistungssportlern, nichts mit Profis, gar nichts, ja, weil wir einfach keine Antwort gekriegt haben. Ja, und ich kann es ja nicht riskieren, trotzdem Training zu machen und einfach Gefahr laufen, dass ich dann halt ein so ein saftiges Bußgeld kriege, weil gewerblich, ja, dass ich dann halt den Laden einfach gleich zulassen kann. Ja, das geht ja nicht. Und die 7 Wochen waren echt, also mir geht es echt auf die Psyche. Ja. Ja, ich mache dann zwar Yoga zu Hause, dehne mich viel, bewege mich viel, aber das ist ja über kein Vergleich und auch kein Ersatz. Wenn du jetzt dein bester Homie bei dir im Gym, ja, mit dem du einfach am liebsten rollst, ey, mal ganz ehrlich, das ist doch fast schon wie eine Ehe. Ja, du freust dich wie ein kleines Kind, wenn du den siehst, weil du weißt, wow, voll cool, jetzt gibt es wieder gut Rollen. Ja, jetzt kannst du dich wieder austoben und es wird nicht doof. Ja, und dann kommst du einfach runter. Das sind ja Menschen, die dir wahnsinnig gut tun. Auf jeden Fall, ja. Ja. Also ohne Rollen sagen ja alle so, ja, jetzt bist du 45, jetzt musst du aufhören. Ja, jetzt bist du 50, jetzt hattest du einen Herzinfarkt, jetzt musst du wirklich aufhören. Und ich denke mir immer so die ganze Zeit, was redet ihr eigentlich? Ja, warum aufhören? Ich verstehe den Sinn nicht. Sie, wenn du aufhörst zu leben oder zu atmen oder Spaß am Leben zu haben oder ja, das geht einfach nicht. Ja, sehe ich genauso. Also wenn ich nicht täglich rollen kann, ich rolle ja manchmal auch 2-mal am Tag, ne?
würde ich völlig durchdrehen. Ja, und ich habe halt die Gabe auch, auch wenn ich jetzt keinen Müll essen würde, werde ich fett. Keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Also ohne Scheiß, das passiert, das geht einfach los. Ja, das ist, ich müsste das Essen wirklich so stark reduzieren, ja, dass es eigentlich auch wieder nicht okay ist. Ja, aber ich brauche tatsächlich diese Bewegung, ja. Und viele haben gesagt, ja, na gut, wenn du so viel Sport machst täglich, ja, und auf einmal fällt das weg, dann ist der Stoffwechsel natürlich dann auch völlig gaga, ja. Mhm. Und dann kann es schon sein, dass du dadurch wieder schneller zunimmst. Mhm. Ja. Das ist ganz komisch bei mir. Ja, wie, also, wie oft bist du denn am Tag, wenn ich fragen darf? Im Moment tatsächlich nur einmal. Ja, also ja, ich, damit fahre ich auch ganz gut. Also ich werde gerade nicht fetter. Das ist sehr schön. Ja. 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 Ich habe auch gemerkt, einfach jetzt so, ich glaube, seitdem ich die 40 durchbrochen habe, ja, da hat es so angefangen, dass ich noch schwieriger abnehme. Ja. Definitiv. Also ich muss mich wirklich abbumsen. Ja, ich muss wirklich viel Cardio machen. Ich muss total auf Kohlenhydrate verzichten. Mhm. Ja, als ich noch Fleisch gegessen habe, war das kein Problem. Auch kein, ja, Fleisch mehr? Ich esse kein Fleisch mehr. Kein Fisch, kein Fleisch. Ja, eigentlich habe ich noch anderthalb Jahre keine Eier mehr gegessen. Ja, Schande über mich, aber da bin ich gerade wieder so ein bisschen umgestiegen. Okay. Weil ich einfach nichts, ich brauche irgendwas anderes zu essen. Ja, also ich koche auch nicht gerne. Ist, mhm, auch noch so ein Punkt. Ja, ja, also was isst du dann? Dann hast du halt dein Tofu da, ja, deine ganzen Soja-Ersatz-Scheiß-Kram, ja, was auch nicht immer ganz sinnvoll ist. Mhm. Ja, mit Salat tue ich mir sehr schwer. Normal Gemüse, Brokkoli und sowas, Rosenkohl kann ich essen, das ist kein Problem. Ja, ja, mit Salat habe ich echt ein Problem. Okay. Ich finde, Salat gehört auf den Burger und ich nicht so, ja. Ja, aber na gut, muss auch jeder selber wissen, ja. Ja, natürlich. Ja, ich finde es wirklich schwierig. Ja, mit der Keto-Diät bin ich tatsächlich sehr gut gefahren. Ja, ich bin, okay, immer sehr schnell auch in die Ketose gekommen und die, mhm, Pfunde sind wirklich runtergepurzelt. Ja, als Veganer oder Vegetarier in die Ketose kommen, ist sau schwer. Ja, also ich finde, ich habe nicht die Produkte, die wirklich fast nur aus Eiweiß bestehen, aus Proteinen, sondern da ist immer überall, ist irgendwo Carbs drin. Auch, mhm, wenn es kein Zucker ist. Ja, ja, wird es ja trotzdem angerechnet. Viele sagen, ja, Netto-Carbs, Brutto-Carbs. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn ich jetzt den Netto-Carb-Gehalt nehme, kann es funktionieren, komischerweise über Fleisch. Wenn ich jetzt das normal über Bohnen mache oder halt über Tofu und sowas, klappt es nicht so gut. Ja. Mhm. Und dann habe ich mich also die ganze Woche immer gesteinigt. Ja. Und war dann immer sehr enttäuscht natürlich am Wochenende, wenn natürlich jetzt, was ich, wenn es so ein halbes Gramm war oder sowas, ja. Ja, ja, und ich habe halt auch Kinder, die mich halt hier und da auch besuchen natürlich, ja. Na ja, klar. Ja, so, und dann willst du mit denen auch was Schönes machen, unternehmen, ja. Ja. Und wenn ich kann ja nicht meinen Tofu-Block mitnehmen oder so ein Scheiß, da habe ich keinen Bock drauf, ja. Ja. Aber auf der anderen Seite fehlen mir auch gerade so ein bisschen die Ziele. Ja, als ich öfter gekämpft habe, war es natürlich, da musste ich das Gewicht haben, ja, und ich habe es, ja, immer erreicht, ja, und ich habe in so vielen verschiedenen Gewichtsklassen auch gekämpft in den letzten Jahren, ja, bei Medium angefangen, 82,3 mit Ghee, ja, dann war ich mal 88,3, dann war ich mal bei 94, ja, ich habe also viele Klassen auch schon durch und habe auch so gemerkt, okay, alles, was über 88,3 ist, das ist nicht gut. Ja, okay. Für meine Kraft auch, ja, weil wenn jemand jetzt wirklich, was ich hier 100 Kilo hat, ja, und er ist wirklich athletisch gebaut und der zieht irgendwo dran, das merkst du, ja, und da, ja, ist mir auch wieder der Arm rausgesprungen, ja, mhm, diesmal auf einer anderen Seite halt, das war halt, hat mich halt auch sehr geärgert, weil ich erst ein Jahr vorher auf der linken Seite eine Verletzung hatte, wo der Arm rausgekugelt ist, ne, ja, okay, hat mich sehr weit wieder zurückgeworfen, ja. Ich meine, ich habe dann zwar trotzdem trainiert, aber auf eine andere Art und Weise, aber Rollen ging immer noch hier und da ein bisschen. Aber, okay, es war nicht mehr so intensiv wie vorher. Ja? Okay. Ja, und hat ja allein schon jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis ich wirklich wieder Liegestütze machen konnte. Oder geschweige denn Klimmzüge. Ja, das ja, mhm, ist schon sehr schwierig immer gewesen, finde ich. Ja, also jetzt, also seitdem ich die 40 durchbrochen habe, merke ich einfach, alles klar, Regeneration ist kacke, ja, das dauert länger. Ich schlafe auch nicht gut, ja, nicht viel. Ah, das ist halt auch noch so ein Ding. Das ist nicht, ja, gut. Ja, da muss man mit dem Chef reden.
Ja, ich brauche halt auch die Zeit dafür. Das ist das Problem. Nee, die Zeit, also wenn dir was wichtig ist, nimmst du ja die Zeit. Aber Ja, klar. schlafen, also schlafen und essen, das sind die zwei grundlegendsten Dinge, die ich meinen Kämpfern immer ans Herz lege. Wenn du schlecht schläfst, da kann kein Ergebnis kommen. Also es kann ein Ergebnis kommen, aber es wird nie befriedigend sein. Wenn du schlecht isst, ja, du bist Leistungssportler, solltest dich gut ernähren. Ja, also ich bin vor 2 Jahren aus dem Krankenhaus gekommen, nach meiner Hüft-OP. Da hatte ich 92,5 Kilo. Ach, Ja, krass. ja, ja. Und jetzt aktuell stehe ich bei 76. Also ich bin so leicht wie vor 20 Jahren. Wahnsinn. Und ohne dass ich hungere. Also das muss ich gleich dazu sagen. Ich mache auch das Intermittenfasten. Ich esse immer 22,2, also 22 Stunden Fasten, 2 Stunden haha, feuerfrei. Und da lasse ich es dann aber auch schon rutschen. Bin aber allerdings auch vegan. Also zumindest größtenteils. Also weit über 90%. Kannst du, So. verzichtest du auf Käse? Kannst du Ja, das? natürlich, Ja, natürlich. finde ich sau War schwer, aber. aber genau richtig. Fleisch war überhaupt gar kein Problem drauf zu verzichten. Also das ging bei mir so. Und ich habe ja früher Fleisch gegessen wie andere Leute Brot. Also, nee, ernsthaft. Also das war, wenn meine Frau Abendessen auf den Tisch gestellt hat und da war kein Fleisch drauf, dann habe ich die ganzen Geister angeschaut und habe gefragt, hey, was ist los? Was habe ich getan? Ja, warum? Ja, da ist kein Fleisch auf dem Teller. Also habe ich irgendwas verbrochen. Ja? Also für mich war das früher echt eine Strafe, kein Fleisch zu essen. Ja, aber ich muss ganz klar sagen, kennst du Game Changers Ja. auf Netflix? Ah, Ja, war perfekt. super, Okay, ne? also Also. ja, Hammer. Also ich habe das mit meiner Frau zusammen angeschaut und da haben wir beschlossen, also wir haben das ganz zufällig abends durchgezappt bei Netflix und vorhin noch schön Fleisch gegessen. Ja, und dann sehen wir das so Game Changers, Ex-UFC-Fighter und war ich so ein bisschen interessiert und gesagt, komm, schauen wir uns das mal an, ja. Und nach dem Film habe ich gesagt, okay, alles klar, ich werde vegan. Ich probiere es zumindest mal. Und Fleisch war überhaupt gar kein Problem. Milch an sich war überhaupt gar kein Problem. Eier war auch überhaupt gar kein Problem. Also darauf zu verzichten, fehlt mir ehrlich gesagt überhaupt nichts. Also wirklich, ich bin jetzt Entschuldigung, seit 1,5 Jahren, ja, mehr als 1,5 Jahre. Ein bisschen mehr als 1,5 Jahre bin ich jetzt vegan. Und so unglaublich, ja, wie sich mein Körper verändert hat. Ich meine, es gibt andere Leute, die essen nur Fleisch, Carnivore Diet, ja. Die haben da Wahnsinnserfolge damit und prinzipiell ist ja der Mensch ein Omnivor, ja, also isst alles. Ja. Es kommt halt echt auf den Typ drauf an. Aber mir tut vegan schon richtig, richtig, richtig gut. Ich nehme auch überhaupt keine Herzmedikamente mehr. Also mein Herz hat eh nichts abgekriegt, aber muss ja Blutverdünner und Beta-Blocker und was weiß ich alles nehmen, ja, dein Leben lang. Na, ich gesagt, das ist für mich keine Alternative. Und dann habe ich eben auch mit der veganen Ernährung, habe ich meine Cholesterinwerte, die ist einfach Gendefekt angeboren, was weiß ich, ja. Mein Körper hat einfach schlechtes Cholesterin produziert. Also meine Arterien sind zugegangen, zugemüllt worden, obwohl ich mich eigentlich nie schlecht ernährt habe. Ja, und immer Sport gemacht habe. Ja, und ja, und seit ich das mache, also wie gesagt, jetzt aktuell 76 Kilo, so leicht war ich das letzte Mal vor 20 Jahren, als top-trainierter Athlet. Und mir geht es echt gut, ich trainiere jeden Tag, aber schlafen und essen, das sind so die zwei Säulen. Wenn das ein Sportler, wenn du da Defizite hast, wirst du nie die richtigen Ergebnisse erzielen, ganz einfach. Und schlafen ist einfach auch eine Kopfsache. Und wenn es dir wichtig ist, zu schlafen, ja, wenn du merkst, da läuft dein ganzer Stoffwechsel ab. Der läuft nicht tagsüber ab. Das heißt, wenn du nur 4, 5 Stunden schläfst die Nacht, ja, es geht vielen so, weiß ich, ja, dann läuft dein Körper halt quasi echt im Notstrombetrieb. Und dann gehst du ins Training und wunderst dich, warum nichts vorwärts geht. Und dann wunderst du dich, warum du Stimmungsschwankungen hast oder warum du nicht gut drauf bist oder warum du Depri bist und dich kotzt alles an und du willst nicht mehr weiter trainieren, ja, oder siehst keine Fortschritte, bist nur noch am Rumheulen. Ja, das hat schon alles damit zu tun. Und in dem Moment, wo du anfängst, richtig zu schlafen und halt auch richtig zu essen, also
verträgliche, für dich verträgliche Sachen zu essen, dann wirst du einfach merken, dass es dir im Handumdrehen, wirklich im Handumdrehen besser geht. Und wenn ich jetzt denke, also wie gesagt, 52, künstliche Hüfte, Herzinfarkt, ja, ich trainiere jeden Tag. Und ich bin pumperles gesund und dank der veganen Ernährung, meine Blutwerte sind optimal ohne Medikamente. Also man muss nicht Medikamente nehmen. Ja, wobei ich da aber auch ein bisschen zusätzlich supplementiere. Jetzt gerade mit Nattokinase, das ist ein Enzym aus Natto, das sind fermentierte Sojabohnen. Das ist eine Leibspeise, so ein Spezialgericht in Japan. Okay. Ja, ist stärker als das, ist wirksamer als das stärkste Antibiotikum, das die Menschen produzieren können. Ist einfach so. Ist unglaublich. Muss mal googeln. Super interessant. Und das Enzym da, das Nattokinase, das ist blutverdünnend. Ja, also brauche ich kein Aspirin fressen, ja, sondern was Natürliches. Ja, und schwarzer Knoblauch, solche Geschichten. Vitamin D3 sowieso. Ja, und mir geht's gut. Also es ist wirklich für mich fit. Kann zweimal am Tag trainieren, kann zweimal am Tag Vollgas rollen. Ja, bin leistungsfähig und halt nicht mehr fett. Ja, und Wasser trinken. Das ist auch, das habe ich unterschätzt. Ich war immer ein schlechter Trinker. Also Wassertrinker. Ja. Und das habe ich letztes Jahr im September angefangen, wirklich gezielt sauber Wasser zu trinken. Und da sind dann sofort mal, innerhalb von ein paar Wochen waren 3-4 Kilo weg. Ich habe nichts anderes geändert. Ich habe nur mehr Wasser getrunken. Und auf einmal purzelt das Gewicht runter. Das ist richtig krass. Ja, und du bist halt leistungsfähig. Das ist schon, ja. Das sind, glaube ich, so ganz oft die ganz, ganz, ganz grundlegenden Dinge, auf die man achten sollte und nicht auf die nächsten 5 Entries in irgendeine Fantasieposition, ja, die man eh nicht hinkriegt. Ja. Sondern mal so die ganz grundlegenden Dinge gucken, dass das Mindset stimmt. Also das Trainingsumfeld setze ich jetzt einfach mal voraus, dass das stimmt. Dass das Mindset stimmt, dass man sich gut ernährt und trinkt und halt auch schläft. Und dann passiert es einfach ganz von selber, dass du fit bist und dass es dir gut geht und dass du wirklich Bock auf Sport hast. Ja. Wie viele Stunden schläfst du, wenn man jetzt mal das so sagt? Oh, also ich habe schon so, meine 8 kriege ich immer voll. Also 8 Stunden brauche ich aber auch. Ja, das ist schon so, jetzt heute Nacht war es weniger, weil ich heute Morgen noch von Ulm hochfahren musste ins Training, aber ansonsten habe ich meine 8 Stunden Schlaf, die brauche ich schon und das tut mir auch wirklich richtig gut. Das ist also so, da stehe ich dann auf, dann bin ich gut drauf und ich esse ja nur, also ich esse ja den ganzen Tag gar nichts, gehe dann nüchtern ins Training, mache dann 1-2 Stunden Vollgas und wenn ich dann heimkomme, dann esse ich. Auch keine Shakes zwischendurch? Proteinshake oder so? Nein. Gar nichts. Also jetzt in letzter Zeit muss ich wieder gucken. Also ich esse gerade immer auch mal wieder zwischendrin eine Banane oder eine Birne. Ja, weil ich einfach echt, also bei mir geht das Gewicht zu viel runter. Also ich werde langsam echt dünn. Ja, also Körperfett, du kannst also zwischen den Fingern so nehmen, also es ist echt dünn, ja, aber ich will halt auch nicht zu leicht werden, ja, mittlerweile bin ich wirklich in meinem eigenen Laden einer von den Leichten, die ganzen Leute, die du jetzt jahrelang malträtiert hast, weil du 85, 86 Kilo wiegst, jetzt bist du auf einmal 10 Kilo leichter, jetzt lassen sie dich ganz schön rumher, also muss ich ganz schön schwitzen hier. Wie sieht denn so eine Mahlzeit bei dir aus? Was isst du so oder so alltäglich? Gönnst du dir am Wochenende mal was Feineres dann oder ist das eigentlich immer recht gleich? Oder? Also ich versuche prinzipiell immer qualitativ gut zu essen. Ich koche selber. Auch wenn ich es nicht, ich mag es auch nicht, muss ich gleich dazu sagen. Aber ganz einfach, es gibt halt noch keinen Essenslieferservice hier oben auf der Schwäbischen Alb, der mir einfach wirklich gutes Essen liefert. Du kannst halt Pizza bestellen und dann
Pasta, ja, okay, alles klar, tacker dir das Fett doch gleich auf die Rippen. Ja, also geht ja nicht. Und vor allem ist es ja keine qualitativ gute Nahrung. Ja, qualitativ gute Nahrung heißt wirklich frisches Obst, frisches Gemüse, frische Zutaten, ja, viele, viele Gewürze, Kräuter. Also ich schaue schon, dass ich da sehr, sehr reichhaltig esse und aber halt auch extrem viel Protein, aber halt natürlich. Ja, da werde ich jetzt gerade auch ein bisschen immer gepimpt mit dem speziellen Proteinbrei von der Victoria. Die macht einen Proteinbrei, da könnte ich mich reinlegen. Also da könnte ich mich echt reinlegen. Und dann rechne ich mir mal so aus, dass ich gerade so ungefähr 2.500 Kalorien gegessen habe. Und ich so, ja, aber es ist echt, also es ist wirklich gut, ja, und halt wirklich nur das Beste vom Besten und das Feinste vom Feinen. Da drinnen im Brei. Ja, genau. Du frag mich nicht, das ist ihr Geheimrezept. Ah, okay. Da habe ich ja überhaupt gar keine Chance, das irgendwie rauszukriegen. Aber es ist schon, also allgemein, wir waren jetzt am Wochenende einkaufen, da wird dann schon geguckt, was du kaufst. Also ich will jetzt nicht irgendwie, da tut es auch billig Milch oder irgendwas. Ja, das gibt es halt nicht. Also ich bin schon sehr darauf bedacht, dass ich qualitativ gut esse. Auch wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, dann gehe ich nicht gerade so zum Meckes oder in die Dönerbude um die Ecke, ja, sondern dann möchte ich halt schon in ein gutes Restaurant. Und ab und zu esse ich sogar noch Fleisch. Also das ist wirklich so, alle paar Monate mal wirklich so ein richtiges Steak oder so. Und wenn es echt ein gutes Fleisch ist, wenn es jetzt nicht gerade so aus dem Discounter oder aus dem Supermarkt so das Billigfleisch da aus der Tiefkühle ziehen, ja, das kommt mir halt nicht auf den Tisch. Ja, wenn dann gehst zum Metzger. Ja, aber wir waren zum Beispiel, als wir Oktober 2019 in Japan waren, da waren wir mit einer großen Mannschaft unterwegs wegen den All Japan im Shooto und dann eine Woche später noch die All Japan im Shidokan. Und dann wurden wir von einem Freund, von einem japanischen Freund, eingeladen zum Burgeressen. Und wir so, okay, Burgeressen, ja. Und dann hat er uns in ein Restaurant geführt, dann waren wir in Kobe und dann haben wir original Kobe Beef gegessen. Also ganz ehrlich, ja, Veganer hin, Veganer her, da esse ich Fleisch. Also das ist unglaublich. Die ganzen Wände in diesem Restaurant waren tapeziert mit den Urkunden und Auszeichnungen für die Qualität von dem Fleisch. Ja, also da hast du Fleisch gegessen. Ich möchte gar nicht wissen, wir waren eingeladen. Ich möchte gar nicht wissen, was das gekostet hat. Also ich möchte es wirklich nicht wissen. Aber ich habe noch nie in meinem Leben so feines, gutes Fleisch gegessen. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Und da kann man gute Nahrung, ich sage ja gut essen, ja, gute Nahrung ist schon wichtig, ja, weil was verarbeitet denn der Körper? Die Pommes-Kalorien vom McDonald's oder halt wirklich hochwertige Nahrungsmittel, die viele Nährstoffe haben, die viel Protein haben, ja, die deinem Körper einfach gut tun. Ja, bist ja Athlet, also deine Muskeln müssen arbeiten, deine Nerven müssen gut funktionieren, deine Reflexe müssen da sein, du musst dich einfach richtig gut fühlen. Ohne richtige Nahrung ist es, naja, das habe ich aber auch lange, lange, lange gebraucht, bis ich das alles gelernt und begriffen habe. Aber habe auch immer gedacht früher, es reicht, wenn man eine harte Sau ist. Und noch ein bisschen durchgeknallt im Kopf, dann läuft es schon, dann läuft es schon von selber. Ja, aber es ist schon, gibt ganz, ganz viele Faktoren, auf die man wirklich achten sollte. Ja. Hast du schon immer du hast ja gerade gesagt, vorher hast du ja ein bisschen anders früher gelebt, ja. Aber hattest du schon immer auch während des Sportes immer so den cleanen Effekt gehabt? Also jetzt was Ernährung angeht, oder hast du da früher wirklich, war scheißegal, hast du alles gegessen? Ja. Das war wirklich scheißegal. Okay, ja. Also ich bin zum Beispiel eigentlich war ich. Ich bin Also bei mir abends eine Tafel Schokolade, das war Standard. Ja. Ein Becher Eis ist Standard. Ja, also ich habe, wenn du so viel Kalorien im Training jeden Tag verbrennst, dann
Musst du ja, also du musst ja irgendwie auch Kohlenhydrate reinkriegen. Das kannst du ja, wenn du das alles jetzt clean essen würdest, das würdest du ja gar nicht mehr reinkriegen. Ja, jetzt mittlerweile, also das ist ja in den letzten Jahren extrem viel passiert, ja. Wärst du vor 10 Jahren in den Supermarkt gegangen und hättest gesagt, Entschuldigung, wo sind denn hier die veganen Produkte? Die hätten dich angeschaut wie ein UFO, ja. Ja, und hätten wahrscheinlich die Polizei gerufen. Ja. Und heutzutage ist das ganz normal, wenn du in gute Geschäfte gehst, in gute Lebensmittelläden gehst, da hast du einfach immer die Auswahl, da kannst du immer vegane Produkte kannst du dir holen, du kannst immer frisches Gemüse. Ich esse sehr gerne Beeren. Ja, da bin ich ein voller Fan von. Nüsse esse ich wahnsinnig gern. Das ist auch was. Also wenn ich jetzt noch Snack oder so Knapperzeugs brauche, dann esse ich halt nicht gerade irgendwie so einen Müll halt, sondern dann hole ich mir halt Nüsse und esse Nüsse. Ja. Habe ich dann immer noch Gelüste oder Hunger, dann weiß ich, okay, Nüsse waren es nicht, die mein Körper gebraucht hat, dann esse ich ein Obst. Ja. Es ist Obst immer noch nicht, okay, dann mache ich mir vielleicht einen Proteinshake. Ja. Also irgendwas braucht ja der Körper, wenn er so rebelliert und dir so ein Signal gibt, dass du unbedingt was essen musst. Ja, das sagt er nicht, hey, Dennis, ich hätte jetzt gern ein halbes Schnitzel, weil das ist genau das, was mir jetzt noch fehlt. Ja, sondern du hast halt dann diesen Heißhunger, diese Gelüste einfach. Ja. Und wenn du das halt mit guten Lebensmitteln erfüllst, diese Bedürfnisse, dann ist ja echt tipptopp. Also ich habe bis kurz vor dem Podcast jetzt Abend gegessen. Also ich habe 3-mal gegessen jetzt in der Zeit. Okay. Ja, ernsthaft, seit ich um 7:30 war ich zu Hause. Dann habe ich erstmal Birne, Banane und zwei so probiotische Joghurts. Ja, einfach mal reingehaut. Und die sind dann auch jetzt aus Soja, die ja dann Joghurt sind? Genau, oder? Genau, ah, okay, genau, ja. Genau. Und dann habe ich, mir vegane Tortellini mit Spinat habe ich mir ins Wasser geschmissen. Dann habe ich ein 1/2 Kilo Tortellini mal kurz weggeputzt. Also das geht bei mir wirklich in einem Aufwasch. Ja. Und dann habe ich mir jetzt noch, bevor wir jetzt miteinander wieder uns kurz geschlossen haben, habe ich mir noch so einen richtig großen Becher richtig gutes Müsli gemacht, ja, mit Sojajoghurt. Und das ist halt, ja, Protein, 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 Protein. Und das ist schon, das brauchst du aber auch. Habe übrigens auch hier, mach's extra so, dass man das Etikett nicht sieht. Mein Smoothie muss ich noch trinken, ja. Okay. Das ist schon, also ich schaue da schon drauf, dass ich die richtigen Sachen esse und trinke. Ja. Und dann geht es dir aber auch gut. Mhm. Also dann fühlst du dich halt fit. Dann kannst du auch mal eine Nacht wieder durchmachen, als wärst du jung. Dann läuft es wieder. Sitzt kein Smoothie von einem Discounter oder sowas? Nein. Ja, okay. Also auch wenig Zuckergehalt dann in dem Sinn, weil ich habe gehört, dass die da bei diesen ganzen Smoothie-Dingern, die werden völlig, also sind eine Zeit lang sehr überbewertet worden. Ja, und dann war es halt doch der letzte Müll auf einmal, ne? Ja, was die da so reingepackt haben. Also wir haben das auch. Ich habe den jetzt einfach geholt. Wir haben das aber auch zu Hause selber gemacht mit dem Mixer. Mhm. Obst, Gemüse. Ingwer kann ich quasi so essen. Mhm. Ja, da schneide ich mir mal die Stücke runter. Und dann kann es sein, dass ich einfach eine halbe Stunde da sitze, einfach nur Ingwerfutter. Mhm. Ja, Ingwer ist auch ein geiles Zeug, ne? Muss man ja, ist genial, ist echt genial. Ja. Ja. Knoblauch bin ich da volle Fan von. Mhm. Ja, also. Knoblauch essen ist mir dann egal, ob's die Leute stört oder nicht. Ja. Knoblauch ist einfach gesund, ist einfach gut. Schmeckt gut. Ich mag das Knoblauch eigentlich überall drin haben. Ja. Ja, Kümmel finde ich richtig gut. Schwarzkümmelöl zum Beispiel, das musst du probieren. Das ist richtig genial mit Schwarzkümmelöl. Ja, dein Salat machen und so, das ist richtig gut. Müssen nur Salat mögen und dann. Ja, das ist bei mir auch so. Das ist bei mir auch so ein ewig leidiges Thema mit dem Salat. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe mich da echt dran gewöhnt. Es gab bei uns zu Hause immer so einen Wochenessensplan. Mhm. Dann haben wir am Sonntag gesprochen: hey, okay, was gibt es nächste Woche zu essen? Und dann war das ganz klar, dass es durchgemischt wird. Also, es wird einmal.
eine Suppe, Ramen oder sowas geben. Es wird einmal die Woche eine Mehlspeise geben. Es wird einmal die Woche, was weiß ich, einen Salat geben. Also wir haben wirklich einen Salattag eingeführt. Ja. Das ist halt einfach, das ist dann die einzige Mahlzeit, die du hast am Tag. Ja, und wenn es nicht reicht, isst auch noch zwei Brote dazu oder isst Brot dazu. Ja. Am besten dann ein Eiweißbrot oder ein Vollkornbrot, Mehrkornbrot. Ja. Du kannst ja so viel über die Ernährung oder wie über deine eigenen Ernährungsgewohnheiten kannst du so viel steuern, ja, wie du dich fühlst, wie es dir geht, wie gesund du bist, ja, wie leistungsfähig du bist, was du wiegst. Ja. Wobei es ja eigentlich egal ist, was du wiegst, sondern du solltest dich halt einfach nur wohlfühlen in deinem Körper. Ja. Ja, wenn du dich mit 90 wohlfühlst, warum abnehmen? Ja, wenn du dich mit 70 wohlfühlst, warum zunehmen? Ja, das ist immer so, die Leute sind ja eigentlich immer mit sich unzufrieden, weil sie gar nicht so richtig wissen, wie sie eigentlich sein sollen. Und weil sie halt nicht drauf hören, ob sie sich gut fühlen oder nicht. Ja, wenn du dich gut fühlst, dann bleib doch so. Ja, warum willst du daran was ändern? Also warum was ändern, was eh schon gut ist? Ja, gesellschaftliches Problem, ne? Gesteuert durch die Medien und so einen Scheiß halt. Übel. Ja, kriegt man ja suggeriert, wie man auszusehen hat oder wie die Frauen da auszusehen haben. Genau, die Frauen. Hat noch nie so eine Frau gesehen, ganz ehrlich. Ja, schwierig, ja. Also. Ich schon, aber die sind halt auch nicht glücklich. Nee. Ich habe gestern Abend haben wir wirklich noch, nach Feierabend haben wir dann Embrace angeschaut. Muss ich mal angucken. Ist ein ganz, ganz krasser Film. Und also da hat es mich auch nochmal so richtig gerissen. Wir haben uns, das ging es genau um das Thema, die Frauen über die Medien und über die Magazine und was weiß ich alles gesagt kriegen, wie die auszusehen haben. Und dann siehst du halt, dass die überhaupt, die sind einfach nicht glücklich. Jeder ist nur noch unglücklich. Jeder, dann haben sie zig Frauen gefragt, ja, und wie fühlst du dich? Ja, zu fett. Ja, abstoßend, zu fett, zu hässlich, zu. Also da war keine dabei, die gesagt hat, hey, ich fühle mich echt, ja, heute ist ja übrigens Weltfrauentag, ja, es ist ein ganz interessantes Thema. So viele Frauen, die mit sich und ihrem Körper vollkommen unzufrieden und im Unreinen sind, wobei es da gar keinen Grund dafür gibt. Ja, ja. Du kannst ja nicht rumlaufen mit 30, ja, hier so eine Wespenteile haben, aber dafür so eine Oberweite. Ja, natürlich, alles steht super, ganz toll. Und das, Leute, das ist gegen die Natur. Ja, also Gesetz der Schwerkraft, das ist die Natur. Ja, wenn da ordentlich was dran ist, dann ist da ordentlich Gewicht, dann wird es auch ordentlich hängen. Ja, und hast du jetzt noch ein schlechtes Bindegewebe, und dann hängt es halt noch mehr. Ja, oder wenn du schwanger wirst als Frau und Kinder, du bringst ein Kind auf die Welt. Weißt du, das ist ja echt ein total verrücktes Wunder. Ja. Und dann so, oh, die hat aber Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Hey, seid ihr noch ganz dicht im Kopf? Ja. Das ist ja, also man macht ja über so etwas die Frauen wirklich zu einem Objekt. Ja. So, die hat so auszusehen. Auf die habe ich dann scharf, die hat dann scharf zu sein, wenn ich auf sie scharf bin oder wenn ich sie nehmen will. Ja, das ist, du machst sie ja wirklich zum Objekt. Das ist ja quasi Selbstbefriedigung mit einer Frau. Guckst ja nicht, wie es der geht dabei. Ja, interessiert die meisten auch wahrscheinlich gar nicht. Ja, das sind halt Dinge, das geht überhaupt gar nicht. Ja. Ja. Und das ist ja, und beängstigend ist, dass halt, da war eine Studie, das war auch in dem Film gestern, in Embrace, dass 50% der 5 bis 12-Jährigen mit ihrem Körper nicht zufrieden sind. 5 bis 12-Jährige. Das ist verrückt. Da reden wir noch nicht mal von Pubertät oder von Geschlechtsreife. Aber dass sich die kleinen Mädels mit 8 Jahren schon schminken müssen und die Nägel lackieren und Lippenstift tragen, das ist wichtig. Weißt du, also du solltest doch als Mensch, egal ob jetzt Mann oder Frau, du solltest doch von anderen Menschen dafür gemocht oder akzeptiert werden für das, was du kannst und wie du bist und nicht wie du aussiehst. Wie du aussiehst, das ist ja eigentlich, das kann sich alles sehr schnell ändern, ja. Schaust heute gut aus, läufst morgen gegen eine
Glasscheibe, ja, schaust halt nicht mehr gut aus. Ja, bist du jetzt ein anderer Mensch? Weißt du? Ja. Ja, wird dir ja suggeriert, Fett ist schlecht, schlank ist gut. Ja, sag das mal dem Sumotori in Japan. Ja. Da fliegst du waagrecht durch die Wand. Ja, ganz einfach. Ja, und vor allem die Fans von dem, also in der Gesellschaft, sind ja diese Leute übelst anerkannt. Ja, das sind ja gottähnliche Wesen. Das ist ja quasi fast schon ein Schönheitsideal. Und hier bei uns, musst du aber schon wie, du hast zwei Kinder und hast immer noch Schwangerschaftsstreifen. Ja, lass das mal weglasern. Ja, du hast ein dummes Gesicht, lass das auch weglasern. Ja, also verstehe ich halt überhaupt nicht, ja, dass die Leute so, ich kann es verstehen, ja, dass man, wenn man mal in den Spiegel schaut und denkt so, auch ganz schön weich geworden um die Hüften, vor allem wenn du dich halt schon mal in der Prime gesehen hast, ja, dann will man ja immer wieder dahin und dann denkst du, das war schon cool, ja, und dann will man schon wieder dahin, da gefällt man sich auch besser. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich wohlfühle, so wie ich bin, warum soll ich zu gut abnehmen? Warum soll ich irgendeinem Ideal entsprechen, meine Haare färben, die Zähne bleachen, also was weiß ich alles machen, ja, nur damit die Leute mich mögen. Also ganz ehrlich, entschuldige, ja, ganz ehrlich drauf geschissen. Ja, definitiv. Ja. Ja, ist halt alle, die Gesellschaft ist da sehr oberflächlich halt geworden, ja. Das ist ja schon ein schwieriges Ding. Ein Sumo-Kämpfer ist ja, der lebt ja nicht ungesund. Das, was er da zu sich führt, ist ja auch meistens auch frisch gekocht. Der kocht es ja selber eigentlich auch. Richtig, ne? Nee, er hat einen Koch. Ja, und aber es sind halt die Menge wahrscheinlich, aber das ist ja alles recht gesund, was die essen. Ne? Also was ich mal da so gesehen habe. Ja. Ja, vor allem sind die Jungs echt fit. Ja. Weißt du, also die machen dir halt kalten Spagat. Ja. Mit 160 Kilo. So, wupp, da gehen die Beine auseinander und dann stehen die Hungerhaken da und zeigen mit dem Finger auf die. Ja, oh, guck mal, die fette Sau, Entschuldigung. Hm. Ja, guck dir mal den Dicken da an, hey, der kann doch nicht fit sein. Ja, und komm selber nicht mit den Fingerspitzen zu den Zehenspitzen runter. Hm. Geschweige denn, dass sie so was Ähnliches wie ein Spagat hinkriegen würden. Das ist halt schon krass. Hm. Ja. Also es ist eh immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das auf jeden Fall. Ne? Und das Negative ist immer interessanter, ja, als das Positive. Ja. Ja, das wird ja selten gesprochen, das hast du gut gemacht, sondern eher, war ja klar. Hast du wieder versemmelt. Ja. Das ist ja auch immer so ein Ding gewesen auf meinen Wettkämpfen. Ja. Wenn ich mal eine Medaille erhascht haben sollte, ja, dann war die erste Frage, ja, wie oft hast du gekämpft? Ja. So, dass ich auf dem dritten Platz bin, ja. Du kannst doch lesen, Mann. Ja. Du willst jetzt von mir hören, ja, dass ich von drei Leuten, ja, halt den dritten Platz bekommen habe. Ja, habe ich, ja. Was soll ich denn daran ändern? Ja, soll ich die Medaille nicht annehmen oder was? Nein, ich nehme das nicht an. Ich bin da extra hingeflogen, ja, hingefahren. Warum soll ich die Scheiße da nicht annehmen? Ja, also, und das sind meistens auch von denen die Aussagen, die halt, die kämpfen ja nicht. Also, die fliegen da nicht hin, die fahren da nicht hin. Ja, genau. Und aber das ist ja das, weiß ich nicht, ob das Neid ist oder ob das Missgunst ist, finde ich ganz schlimm, sowas einfach. Mhm. Ja. Das ist einfach, da habe ich mich auch sehr lange und sehr oft damit auseinandergesetzt, warum Menschen sowas machen. Ja. Jetzt stehst du morgens auf, gehst ins Badezimmer, putzt deine Zähne, schaust in den Spiegel und siehst da echt einfach eine arme Wurst. Der nichts kann, der jetzt wieder in den Job muss, der wieder vom Chef oder vom Meister oder von wem angeschnauzt wird, der eigentlich gar keinen Bock auf den Job hat, ja, der gar nicht so viel Geld auf dem Bankkonto hat, wie er allen gern Glauben machen will, ja, der eigentlich nur auf Pump lebt, der eigentlich nur versucht, sich die ganze Zeit irgendwann Müll zu kaufen, den er eigentlich überhaupt gar nicht braucht, nur um Leuten zu gefallen, die denen er wirklich egal ist, ja. Und dann kommst du daher und kämpfst auf einem Turnier und hast eine Bronzemedaille. Das geht ja gar nicht. Stell dir mal vor, wie schlecht sich dieser Mensch in deiner Nähe fühlen muss. Ist ja unglaublich. Du lieferst ja ab.
Du stellst dich Ängsten. Das ist dieses Messen, wovon wir im ersten Teil gesprochen haben. Ja? Das ist das Natürlichste. Ein Kämpfer will sich messen. Ein Kämpfer will nicht nur kämpfen, wenn er weiß, er gewinnt. Ein Kämpfer will sich messen. Du willst wissen, wo du stehst. Oh, guck mal, Dennis, da drüben, der 2,50 Meter Schrank, ja, dem noch so ein Kinderarm aus dem Mund hängt, das ist dein Gegner. Ja? Ich würde da sagen, alles klar, das will ich sehen. Und das ist wirklich so. Ich will das sehen. Ich habe gegen solche Leute gekämpft. Mein schwerster Gegner hat 160 Kilo gehabt. Gewonnen mit Leglock. Ja, das ist, also das geht alles. Und das will ich sehen. Ich will das wissen. Oder ich will mein Leben lang Angst vor Leuten mit 160 Kilo haben. Das haben nämlich alle. Ja, und jetzt bist du einer, der sich misst, der eine Herausforderung sucht, der sich stellt, der also wirklich ja einfach so diese Challenge des Lebens annimmt. So, jetzt gucken wir mal, hier bin ich und jetzt mache ich mal wissen, was bin ich denn wirklich wert? Was kann ich? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich mich weiter verbessern, optimieren? Was kann ich aus mir machen? Was kann ich aus meinem Leben machen? Und dann steht wieder diese arme Wurst da. Und dann sagt er, ja, Dennis, wie viele haben da gekämpft? Weil er gar keine andere Möglichkeit hat, irgendwie überhaupt noch irgendwie mit dir mitzuhalten. Mhm. Er muss dich runterziehen, er muss dich runtermachen, er muss sich lustig über dich machen, er muss dich lächerlich machen, er muss dich geringschätzen, er muss dich abwerten. Das ist das. Diese Leute müssen, die haben diesen Zwang, dieses Bedürfnis, unbedingt dich abzuwerten, um sich selber aufzuwerten. Mhm. Jetzt hat er dich so abgewertet, jetzt stehst du ja automatisch, weil alle schauen auf dich. Jetzt bist du da unten und automatisch steht er da oben. Und jetzt fühlt er sich wieder gut. Und jetzt, du kennst so Leute. Ja, kannst du machen, was du willst, immer was zu motzen, immer über die anderen reden, immer mit dem Finger auf andere zeigen, immer die anderen, immer der und hast noch nicht gesehen. Und wenn sie über sich reden, dann immer ganz toll, ganz krass. Hast noch nicht gesehen, was für coole Typen. Ja, das ist halt, das ist meiner Meinung nach einfach nur, das sind die Leute, die halt morgens echt aufstehen, in den Spiegel schauen und einfach eine arme Wurst sind. Die haben es noch nicht kapiert, wie das Leben funktioniert. Mhm. Du musst dich da schon auf die Hinterfüße stellen. Mit Netflix gucken wird dann nicht arg viel passieren. Ja, auch wenn es Game Changer ist. hab ich auf Netflix gesehen. Ja? Aber das ist schon... Man muss halt wirklich was aus seinem Leben machen. Ja. Ja. Und dann geh doch mal raus. Also mit raus meine ich raus in die Welt. Geh doch mal in andere Länder. Hast Angst vor Moslems? Ja, dann geh doch mal in ein islamisches Land. Geh doch mal in ein muslimisches Land. Puh. Kann, glaube ich, echt eine coole Erfahrung werden. Oder halt die letzte. Ja, aber, also so habe ich es gemacht. Kommt ja darauf an, wie man sich gibt. Ne? Also, wenn genau, man sich richtig. Den letzten Arsch benimmt. Ja, also, ah, genau. Ne? Wenn du da dieses Verhalten an den Tag legst, da kann es halt schon sein, dass du echt eine böse Quittung dafür kriegst. Hm. Aber so wirst du ja auch wieder, ja, da wirst du gegroundet. Da kommst du wieder mit den Füßen auf den Boden. Da, du bist nicht dieses besondere Lichtwesen, nur weil du unfallfrei pinkeln kannst. Ja. Ja, ist so. Also, weißt du, ich meine, oder nur weil du Pornos gucken kannst, deswegen bist du noch lang kein Stecher. Ja, aber das ist ja das, was den Leuten die ganze Zeit suggeriert wird. Ja, und jeder, alles, aber für alles gibt es eine App auf dem Handy. Du musst dich gar nicht mehr bemühen, aber du bist was Besonderes. Oh, komm mal zu mir auf die Matte, da zeige ich dir mal, wie besonders du bist. Ja, das geht ratzfatz. Ja, und machen das ist die halt, dann meistens nicht. Ne? Also das ist ja auch noch so ein Ding. Die Leute machen es nicht, aber ganz ehrlich, die Leute, die es machen, da habe ich noch keinen, also zumindest bei mir, noch keinen gesehen oder getroffen, der gesagt hat, es hat sein Leben zum Nachteil verändert. Noch keinen einzigen. Ich habe bei mir im German Top Team sehr, sehr viele Studenten und Akademiker und auch sehr viele Unternehmer. Also sehr viele Selbstständige,
Leute, für die in großen Firmen wirklich in Führungspositionen arbeiten. Und die sagen alle, also durch die Bank, das ist ein Tenor. Also Peter, seit ich hier trainiere, läuft es einfach besser. Kommst du in der Beziehung besser klar, kommst in Stresssituationen besser klar, das Geschäft läuft besser, die Umsätze sind besser, ja, die Anerkennung von den Kollegen ist besser, hast eine ganz andere Ausstrahlung, ein ganz anderes Auftreten. Mhm. Und noch dazu im Hinterkopf die Gewissheit, ja gut, wenn er dumm tut, dann wirkst du ihn halt weg. Das ist ganz einfach, weißt du? Mhm. Ja, ich denke schon, dass es, wie gesagt, für das Kampfsport allgemein, ja, dass es natürlich dein Selbstwertgefühl sehr gut stärkt, ja, und dass du auch dementsprechend sichereres Auftreten bekommst, ja. Also habe ich auch schon oft erlebt, da war ich auf einer Fortbildung und dann kam irgendwie so ein Mädel zu mir und meinte, ah, du machst doch Kampfsport bestimmt. Ich so, ja, ja, würde man sehen. Ja, jetzt nicht, weil in den Ohren, ja, aber so allgemein einfach von meiner Körperhaltung, ja. Mhm. Und ist schon so, ja. Ja. Aber das ist auch, eigentlich machen ja Leute Kampfsport, die kein starkes oder besonders ausgeprägtes Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein haben. Mhm. Weil wenn sie es hätten, müssen sie keinen Kampfsport machen. Mhm. Weißt du, du machst ja Kampfsport, um stärker zu sein, um dich verteidigen zu können. Das sind ja alles Unsicherheiten. Mhm. Ja, und diese Unsicherheiten, die bringen dich dann irgendwann in irgendeine Schule. Ja, hoffentlich zu einem guten Trainer, der nicht gerade charakterlich geistig obdachlos ist. Mhm. Ja, und wenn du das dann geschafft hast, dann kannst du im Lauf der Jahre wirklich ganz, ganz krasse Erfolge an deiner Persönlichkeit feststellen, wie du ein sichereres Auftreten bekommst. Mhm. Ja? Die meisten Leute, die Kampfsport machen, haben keinen Ärger auf der Straße, weil die ganz einfach das ausstrahlen. Die haben nicht diese Opferhaltung, dieses Verstecken, dieses unsicher links, rechts gucken. Das sind einfach Leute, die sind einfach ein bisschen ruhiger. Mhm. Die sind nicht aggressiver, ganz im Gegenteil. Die müssen nicht aggressiv sein. Ja, du lernst ja im Kampfsport, lernst du ja Aggressionen von anderen Menschen zu kontrollieren. Du lernst ja nicht selber aggressiv zu sein und jetzt total zu eskalieren, sondern du lernst ja mit Aggressionen anderer Menschen umzugehen, das zu kontrollieren, ja, unbeschadet aus sowas oder möglichst, unbeschadet kommst du nie raus, aber möglichst unbeschadet aus so einer Situation rauszukommen oder solche Situationen schon von vornherein instinktiv zu erahnen, ja, da kommt dann wieder diese berühmte Bauchstimme und du, ich weiß nicht, ob man da jetzt langlaufen muss. Hm. Ja, gehen wir lieber andersrum. Ja, das ist schon, Kampfsport hat schon extrem viele, viele Nutzen, nicht nur körperlich und mental. Und gerade deswegen, also ich verstehe es halt überhaupt nicht, dass Sport in der Pandemie, ja, die du hertesten musst, ja, dass da Sport verboten ist. Also genau das, was die Leute gesund hält. Ja. Genau das, was die Leute, was ein Immunsystem stärkt, was einfach wichtig ist für die mentale Verfassung, die alten Vereinsamen, weißt du, da trifft man sich halt dann doch einmal die Woche zum Rückenkurs im Fitnessstudio oder was weiß ich, oder zur Skigymnastik oder hast du nicht gesehen, ja. Und da haben die Kontakte. Und das nimmst du den Leuten alles weg, ja. Und dann wunderst dich, ja, dass wie in Amerika waren es, glaube ich, 30% im letzten Jahr, wie die Suizidzahlen hochgegangen sind. 30%! Ja, ja. Statt 100 Menschen haben sich 130 Menschen umgebracht. Ich finde das furchtbar. Ja, das ist wirklich schlimm. Und Kampfsport wirkt sowas, oder Sport im Allgemeinen, aber Kampfsport, muss ich jetzt sagen, bin Betroffener, ja. Ich lebe ja davon. Also das ist... Kampfsport ist einfach das Beste, was du machen kannst. Zur Persönlichkeitsbildung. Mhm. Ja, also nicht nur, um einen dicken Arm zu haben, da wo dann coole Tattoos drauf passen, sondern wirklich einfach zur Persönlichkeitsbildung. Da gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres. Ja. Ja. Aber alles verboten. Und ja, keine Social Distancing.
Jetzt müssen wir aufhören, sonst komme ich schon wieder in das Thema rein. Da kriege ich dann wieder so eine Krawatte. Ja, ist ja auch nachvollziehbar, wie gesagt. Wie gesagt, der erste Teil war auch sehr emotional. Ja, und wie gesagt, da danke ich dir auch sehr dafür, dass du da auch so offen dafür warst. Ja, du hast viele Dinge einfach mal auf den Punkt gebracht. Ja, und im zweiten Teil konzentrieren wir uns natürlich jetzt ein bisschen mehr auch auf deine Historie einfach mal. So, ja, wenn wir gerade schon beim Thema Ausland waren, ja, ja eine perfekt intelligente Überleitung. Ja, ja, war jetzt echt smart. Ja, total, ja. Ja, Hammer. Wie hast du angefangen? Ja, also als du mit Kampfsport losgelegt hast und deine ersten Erfahrungen auch im Ausland hattest, jetzt im MMA, ja, aber auch natürlich auch im Shidokan-Karate, oder? Über Shidokan bin ich eigentlich zum MMA gekommen. Okay, ja. Also ich genau, das hattest du auch im ersten Teil, glaube ich, erwähnt gehabt. Ne? Das, genau. Ja, genau. Und bist du dann immer für eine längere Zeit dann auch rüber? Hast du da auch trainiert? Ja. Jetzt, ja? Also in Chicago, also am Anfang waren so meine Mitte der 90er, das war 1995, das ist jetzt auch schon ein paar Donnerstage her, da war ich das erste Mal in Amerika in Chicago auf der Shidokan-WM. Und die ersten Jahre, also bis 2000, war ich eigentlich fast nur in Amerika unterwegs. Mhm. Und das war schon krass. Hab da mit Leuten aus der UFC trainiert, mit Brian Gastway, mit Shawnee Carter, Chuck Liddell getroffen, mit dem Dan Severn geschnackt. Ja, also das ist schon Hoyce Gracie kennengelernt. Also gerade 95 da auf dem ersten Turnier, wo ich da in Chicago gekämpft habe, Hoyce Gracie kennengelernt. Also das war schon, das war ja damals voll die, der Ultimate Fighting Champion ist in the house. Ja, also da bist du dann schon so da vor Ehrfurcht fast im Boden versunken. Und es ist schon krass, mit wie vielen normalen Menschen ich Gott sei Dank trainieren durfte. Weil heutzutage ist es ja alles, da hast du ja für alles irgendeinen. Da hast du deinen Nutritionist und dein Therapist und dein Masseur und dein Ernährungscoach und dein Esscoach und dein Mentalcoach und ja, und jeder, und hast du so einer, der deine sozialen Medien macht, ja. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, und wann trainieren die Leute? Und dann hören sie die Karriere nach 4 Jahren auf, weil sie Hirnschäden haben, weil sie zu doof sind, im Sparring einen Kopfschutz aufzusetzen. Weil sie Angst haben, als Pussy zu gelten. Ja, was ich auch wieder nicht verstehe. Also das ist, dein Körper ist dein Kapital, du willst eine professionelle Sportkarriere machen. Ja, guck mal nicht, dass du so viel Entourage mit dir rumschleppst, weil die frisst dir nur die Haare vom Kopf. Ja, sondern guck mal lieber, dass du trainieren gehst und dass du was wirst. Das ist schon in Chicago, das war echt immer eine coole Zeit. Sehr, sehr viele gute Freundschaften, sehr viele interessante Leute kennengelernt, schon in den 90ern, Ende der 90er bei Carson Gracie, Carson Gracie Jr. in Chicago gewesen. Ja, also es ist schon, war immer ein cooles Pflaster. Und dann 2000 war der erste Sprung über den Teich in die andere Richtung. Da ging es dann das erste Mal nach Japan. Und ja, das hat mich einfach umgehauen. Okay. Also Japan ist einfach, also man hat, glaube ich, schon mitbekommen oder gemerkt, dass ich eine gewisse Affinität zu Japan habe. Ja. Einfach das genialste Land der Welt. Ja. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Hat natürlich wie alles Licht und Schatten, ja, Vor- und Nachteile. Aber so im Großen und Ganzen ist halt Japan schon wirklich, abgesehen davon, dass es die Wiege des Kampfsports ist, des Jiu-Jitsu, ja, das ja von Japan, von Maeda, nach Brasilien gebracht wurde, also da muss man schon sagen, da kommt halt einfach alles her. Und ich, wenn ich irgendwas lernen will oder irgendwas kämpfen will, dann will ich es da machen, wo es herkommt. Also möglichst nah an der Quelle, möglichst authentisch. Dann ist es einfach was echt Besonderes für mich. Und Japan, also mein erster Japan-Trip hat mich komplett umgehauen. Also komplett. Da kriegst du einen Kulturschock, wenn du zurück nach Deutschland kommst.
alle Menschen, du bist in einer Stadt wie Tokio mit über 40 Millionen Einwohnern. Das ist Bayern, Baden-Württemberg und Hessen in einer Stadt. Weißt du, also Verrückt, ey. das muss man sich vorstellen. Ja? Also so eine Stadt wie Stuttgart oder München. Es gibt Bahnhöfe, die sind so groß wie diese Städte. Das ist kein Scheiß. Ja, also das muss man sich vorstellen. Und alles sauber. Nichts kaputt. Keine verschmierten, zerkratzten Automaten. Keine Leute, die dich. Also, du bist nirgends so sicher wie auf dem Bahnhof in Japan. Ja? Geh doch mal nach Deutschland auf die Bahnhöfe. Ja, genau. Weißt, da lachen immer alle. Ich bringe immer dieses Beispiel. Ja, das heißt, du dann geh doch mal nachts. Stuttgarter Hauptbahnhof. Also, auf gar keinen Fall. Ja, siehst du, da kannst du das einfach machen. Ja, da kannst du das ganz einfach machen. Da, keiner tut dir irgendwas, keiner schaut dich doof an, keiner will was von dir, keiner stresst dich, keiner nervt dich, keiner glotzt dich an, keiner rempelt dich an. Ja, keiner geht dir irgendwie auf die Nerven. Es ist einfach alles cool. Du kannst einfach nur du sein. Und alle lassen dich in Ruhe. Das ist ein total entspanntes Erlebnis. Ja, sobald ich in Narita, also wenn wir über Tokio fliegen, dann nach Narita oder nach Osaka, wenn ich den ersten Fuß auf japanischen Boden setze, weiß ich, ab jetzt funktioniert alles, ist alles sauber und alles wird pünktlich sein. Und in diesem Moment stellt sich so eine totale Ruhe und Zufriedenheit ein. Ja, und dann gehst du in die Stadt. Und dann, ich war ja schon ein paar Mal ganz alleine, also wo ich einfach gesagt habe, so, ich bin jetzt mal eine Woche weg oder 2 Wochen weg in Japan. Und da gehe ich allein dahin, ich kann mich mit keinem unterhalten. Ja, die haben es ja mit Englisch und Deutsch nicht so. Bist du japanisch? Ein kleines bisschen, also Okay. ich kann mir zu essen bestellen, Hotelzimmer nehmen, ich komme klar, ich komme schon durch. Ja, aber es ist halt ohne Lehre und vor allem ohne ich sage immer, du brauchst schon so einen Muttersprachler als Lehrer. Also der nicht nur die Sprache beherrscht, sondern eigentlich kannst du Japanisch meiner Meinung nach nur von einem Japaner lernen. Also der aus Japan kommt, weil die Sprache ja so komplex ist. Es kommt ja ganz genau darauf an, mit wem du sprichst, in welcher Situation du mit dem sprichst. Ja, ich muss mit dir, wenn wir uns privat treffen, anders reden als geschäftlich, ist ja bei uns auch so, nur da verändert sich bei denen die Sprache. Ja, und das ist schon richtig krass. Aber ich komme klar und dann gehe ich halt dort meinem Lieblingshobby nach. Also entweder esse ich oder trainiere ich. Und da esse ich wirklich, da esse ich quasi rund um die Uhr. Also da kannst du alles essen, da kannst du wirklich, ich glaube, ich habe schon. Alles, was es an Kuriositäten in der japanischen Küche gibt, habe ich schon einfach reingeschaufelt. Einfach, ich muss es einfach probieren. Ja, ich habe noch nie schlecht gegessen in Japan, noch nie. Ich gehe jetzt seit über 20 Jahren dahin und es ist wirklich, ich habe noch nie schlecht gegessen in Japan. Wurde noch nie unfreundlich oder unhöflich behandelt oder sogar mit der Schusswaffe bedroht wie in Amerika. Ja, dir geht es einfach gut. Und wenn du irgendwo hingehst zum Trainieren, gehen halt die Türen auf. Also das ist wirklich natürlich, weil wir Anson kennen, natürlich, weil wir viel bei Kenji Osawa, bei Harz sind, in Shinjuku, oder bei Rumina in Odawara, also Rumina Sato in Odawara. Und das sind halt schon extrem gewichtige Namen in Japan. Ja, und wenn die halt wissen, hey, du trainierst dort, ja, dann kannst du ja nicht so ein Verkehrter sein. Und dann hast du eigentlich, wenn du dich anständig benimmst, hast du in Japan das schönste Leben. Also du musst einfach nur höflich sein, andere respektieren und dann ist alles cool, dann ist alles safe. Und dann geht's dir gut, dann kannst du mit jedem trainieren, du kannst mit jedem arbeiten, jeder wird dir alles zeigen. Ja, kämpfen ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja. Da haben sie es nicht sogar, wenn die Gaijins gewinnen. Ja, das ist nicht so. Die haben schon einen sehr ausgeprägten Nationalstolz, die Japaner, ja. Das finde ich manchmal schon echt too much. Aber das ist einfach, ich verstehe es, es ist okay, ich akzeptiere es.
Wenn es dir nicht passt, dann geh halt nicht nach Japan zum Kämpfen. Ja? So einfach. Mhm. Aber in Japan zu kämpfen ist schon extrem befriedigendes Erlebnis. Da ticke ich auch ganz anders. Mich würde mal interessieren, Jiu-Jitsu. Ja? Das traditionelle Jiu-Jitsu, was man hier so in Deutschland aus der Vereinswelt kennt. Auch ich trage einen schwarzen Gurt. Guck mal, schon lacht er. Ja. Ja, das traditionelle Jiu-Jitsu, so wie wir es hier in Deutschland kennen, halte ich halt einfach gar nichts von. Also wirklich einfach gar nichts, weil es nicht aus Japan, also natürlich sind die Begriffe aus Japan, natürlich sind die Techniken aus Japan, aber die komplette, der komplette Aufbau dieser Systeme oder Kampfsportarten wurde einfach von Leuten gemacht, die davon keine Ahnung haben, nämlich hier in Deutschland oder halt in Europa. Da wurde das rübergebracht, da hat man mal so quasi ein bisschen bei einem Japaner trainiert oder sich was abgeguckt und dann macht man einen Jiu-Jitsu-Verband auf. Und dann kommt genau so was raus dabei. Ja? Ja. Da wird am Schluss nur noch Formeln gelaufen, festgelegte Angriffe und Abwehren gemacht. Ja? Als würde es auf der Straße oder im Kampf nach dem Drehbuch gehen. Ja? Und das hat also zum Beispiel in Japan, also wenn ich jetzt sage, ja, und was machst du für Kampfsport? Dann sage ich, ja, so Shidokan-Karate. Ah ja, das dann, das sage ich nicht, ganz und gar nicht, ja. Also mir knallen die Baseballschläger mit dem Schienbein durch, ja, und zwar so, ja. Und das ist so, dann packen das die Leute gar nicht. Ja, aber ich habe gedacht, Karate ist immer nur so tun, das sage ich, ja. Und wir machen es halt richtig, also wir schlagen ohne Schutz voll zu. Und am besten, es heißt Knockdown-Karate, es gibt nur Wertungen für Niederschläge oder für K.O.s. Dann gucken dich die Leute mit solchen Augen an. Ja, das ist ja nicht normal. Doch, genau, das ist normal. Das, was ihr hier in Deutschland macht, das ist nicht normal. Also das ist einfach nicht normal. Eine Kampf- oder Kriegskunst so zu pervertieren, dass sie der kleinste, schwächste, dümmste, untalentierteste machen kann und noch einen schwarzen Gürtel dabei kriegt. Ja, das geht gar nicht. Ne? Also, ganz ehrlich, also da nicht jeder, ja, ich bin für Chancengleichheit. Mhm. Ich bin ein hundertprozentiger Anhänger für Chancengleichheit. Ja? Jeder soll die gleiche Chance haben. Definitiv. Aber deswegen kann ich doch nicht die Anforderungen runtersetzen. Nur damit es jeder erreicht. Das ist keine Chancengleichheit. Ja? Chancengleichheit ist, wenn ich die Anforderung hier oben habe und jeder, keiner wird benachteiligt bei dem Versuch, diese Chance zu nutzen und dieses Ziel zu erreichen. Und dann hängt es einfach davon ab, wie hart er an sich arbeitet, wie ambitioniert jemand ist, wie diszipliniert jemand ist, ja? Wie sehr jemand einfach wirklich was bewegt und motiviert. Ja, oder du machst es so, dass wirklich auch der Blinde mit dem Holzfuß einfach ein Schwarzgurt wird. Und das ist eben diese Perversion der sogenannten Kampf- oder Kriegskünste hier in Deutschland. Es ist also allgemein in Europa, also im West, in Amerika noch schlimmer. Ja, ja, okay. Da meldest du dein Kind zum Karate- oder Taekwondo-Unterricht an mit 6 Jahren und dann kriegst du schriftlich im Mitgliedsvertrag die Garantie, dass der in 4 Jahren Schwarzgurt ist. Ist kein Witz. Habe ich auch nie verstanden, ganz ehrlich. Wenn man eine 9-Jährige oder eine 10- oder eine 11-Jährige mit einem Schwarzgurt sieht. Habe ich nie Gibt's verstanden. Nicht. Ne? Gibt es nicht bei mir. Ja. Also bei mir musst du 18 Jahre alt sein, du musst erwachsen sein, du musst Auto fahren dürfen und wählen dürfen. Dann können wir darüber reden, dass du ein Senpai wirst, also ein erster, zweiter Dan. Ja? Dann können wir darüber reden, wenn die Leistung stimmt. Ja, wenn die Leistung nicht stimmt, weil da denken ja die Leute immer, wenn sie sich zu einer Prüfung anmelden und dann die Prüfungsgebühr bezahlen, da ist ja die Urkunde mit drin, oder? Das ist immer so die Frage, ist ja die Urkunde mit drin? Ja, die tun ja so, wenn sie es zahlen, dann haben sie ja praktisch schon die Urkunde und die Prüfung gekauft. Deswegen gibt es das bei mir in der Schule nicht. Weder im Karate, noch im Jiu-Jitsu, noch im Lutta Livre, noch im Shooto. Die Leute werden bei mir nicht geprüft. Da geht kein einziger Cent Geld geht da irgendwie über den Tisch.
Kein einziger, will ich nicht. Ich will keine Gürtel verkaufen. Ich will nicht nochmal eine Generation an so Schwarzgurt tragende Kevins. Mhm. Ja, will ich nicht bei mir. Also will ich nicht bei mir. Dann habe ich lieber 20 Leute weniger und lieber das Geld weniger jeden Monat, ja, als dass ich mich so prostituiere und eine Kunst, ein Handwerk, das ich wirklich von ganzem Herzen liebe, das der wichtigste Bestandteil meines Lebens ausmacht, als dass ich das verkaufe für ein paar Euro. Mhm. Also es geht für mich gar nicht. Es geht überhaupt gar nicht. Indiskutabel. Ja. Und jeder, der das möchte, okay, gibt es genügend Schulen, kannst hingehen, kannst da dem Trainer Honig ums Maul schmieren, ja, und schön deine Gebühren bezahlen, dann bist halt sehr schnell Braungott, Schwarzgott, was auch immer, ja. Dann komm doch bei uns vorbei. komm doch in meine Schule, ja, und lass uns teilhaben an deinem Wissen. Hm. Ja, roll doch mal mit meinen Leuten. Ja, und wir hatten diese Erlebnisse. Hm. Ja, und dann werden dicke Tränen geheult und dann hört man nie wieder was. Das stimmt. Ja. Wir hatten auch schon einige da. Ja, mein Schlüsselerlebnis hatte ich ja damals auch bei Mario. Ja, wo ich dann auch gedacht habe, oh, ich fahre da nicht mehr hin. Okay. Ja. Und es hat einen Monat gedauert, bis ich es dann wirklich verstanden habe. Ja, probier es doch einfach nochmal aus. Ja. Und ich habe da auch so ein Schlüsselerlebnis einfach in meinem Verein damals gehabt, ja, wo ich mich dann umgesehen habe mit ihren schwarzen Schläppchen auf der Matte und alle nicht so athletisch. Ja. Ja. Die Ruhe ist wichtig. Dann, die Ruhe ist wichtig. Dann halt diese dämlichen Messerabwehrattacken mit Magazinen oder so ein Schwachsinn. Ja, aber vorher habe ich halt wirklich gedacht, oh cool, das ist, es gab auch nicht viel. Ich habe die Auswahl zwischen Richtig. Hugo gehabt, was ein Feuerwehrmann unterrichtet hat. Ja, dann gab es halt Seido Karate, glaube ich. Ja, das hat mir aber auch nicht gefallen, weil die Leute, die da drin waren, das weiß ich nicht, das hat mir einfach nicht zugesagt. Ja, ja, dann war ich Sai Palais Kung Fu. Ja, was die weiße Krabbe, glaube ich, heißt. Also, okay. War auch nicht so der Reise. Ja. Und dann bin ich doch beim traditionellen Jiu-Jitsu gelandet. Und das habe ich da ziemlich lang gemacht. Und aber da hatte ich dann einfach das Erlebnis, ich dachte, alles, was du jetzt wirklich so über die Jahre mal geübt hast, gelernt hast, ja, das hat ja gar nicht funktioniert. Also nicht da bei Mario, keine Chance. Ja, und aber ich bin tatsächlich wieder wirklich von vorne angefangen mit allem. Ja, und habe es bis heute nicht bereut. Ja, natürlich also, nicht. Ja, das muss man schon sagen. Es hat lange gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe. Ja, habe ich auch schon in anderen Podcasts schon erwähnt. Ja, das Prozedere, ja, das Wachsen des Jiu-Jitsus, das muss man zulassen. Ja, ich glaube, ich habe 4 Jahre habe ich für den Blaugurt gebraucht und dann natürlich 8 Jahre mit einer kleinen Familienpause, bis ich dann Purple Belt geworden bin. Zwischendurch mal Mario angerufen, ja, was ist denn los? Was meinst du? Purple Belt mäßig. Alter, ja, ohne Scheiß, hat er gemeint, Alter, mal ohne Witz. Ich glaube, du hast das noch gar nicht wirklich verstanden. Ja, und hat er recht gehabt. Ohne Scheiß. Da hat er zu dem Zeitpunkt einfach recht gehabt. Ich war stinkesauer auf ihn. Ja, ich war wirklich sauer auf ihn in dem Moment. Okay. Ja, weil ich ja eigentlich von mir tatsächlich ziemlich überzeugt war, was ich dann auf Turnieren dann später auch anders mitbekommen habe. Ja, muss man auch sagen. Ja, und das hat einfach gedauert zu reifen. Ja, ich finde es jetzt auch keine Schande, dass ich so lange den blauen Gürtel getragen habe. Umso mehr habe ich mich dann später über den Purple Belt gefreut. Umso mehr war ich dann erschrocken, was das für ein Level war auf einmal. Ja, da war ich auch sehr erschrocken darüber. Ja, also dieses Prozedere, den Prozess, ja, den soll man schon einfach zulassen. Ja, und wenn es 15 Jahre dauert, ich bin jetzt seit 16 Jahren trainiere ich den Sport, ja. Und bin mittlerweile, wie gesagt, seit knapp 2 Jahren bin ich, fast 2 Jahren bin ich Braungurt, ja. Und das ist auch okay, so wie es ist. Ja. Und ich bin auch zufrieden, ich bin auch sehr zufrieden damit. Ja. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich überhaupt jemals Braungurt werde. Braungurt war mein liebster Gürtel. Ja. Also definitiv, Braungurt war mein liebster Gürtel. Also meine Zeit als Braungurt, das war mir echt die liebste Zeit. Das ist so cool. Du bist noch Schüler.
Aber du kannst halt schon richtig was. Das ist also ich war über vier Jahre war ich braun. Ich war ja schon mal 10 Jahre weiß. Ja, so fängt es ja mal an. Ja. Ich war praktisch weiß mit 12 Streifen. Oder so. Ja, genau. Ja, aber es ist schon, also das ist wieder sowas, was mich am Jiu-Jitsu unbändig stört. Also wirklich, das kotzt mich richtig an. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken, diese Gürtel. Ich finde es lästig, vollkommen überflüssig, also wirklich vollkommen überflüssig. Ja, es braucht im Jiu-Jitsu oder auch im Grappling, brauchst du keine Gürtel, für was denn? Du siehst doch direkt, was der drauf hat. Du fühlst es doch. Da brauchst du nicht einen Gürtel um den Bauch, damit du, aber jetzt komme ich, ja, also komm mal auf die Matte, schauen wir mal. Ja, das finde ich halt schon richtig krass. Die Art und Weise, wie die Gürtel teilweise vergeben werden, finde ich gelinde gesagt echt sehr suboptimal, wenn ich mich gut ausdrücken will. Ja. Und was die Leute für einen Affen machen um ihren Gürtel, das geht mir richtig auf den Zeiger. Ich verstehe Gürteleinstufungen bei Schülern, ja, einfach um den Schüler wirklich ein ganz klares Verständnis dafür zu geben, was er kann. Ja, damit er das selber einordnen kann. Ja, du brauchst ja immer wieder so ein bisschen Feedback. Das ist wie so ein Echolot. Ja, du bist irgendwo und weißt nicht, wo du bist. Und dann haust du ein Echolot raus. Ja, so einen Höllenton. Und dann prallt der ab und kommt wieder zurück und dann weißt du, ah, da vorne ist eine Wand. Ah, dann machst du es in verschiedene Richtungen und dann weißt du, wo du stehst. So ungefähr im Raum. Ja, und genau das Gleiche ist eigentlich bei den Schülergraden der Gürtel. Ja, bei uns gibt es im German Top Team, wir machen prinzipiell immer nur blau, lila, braun, schwarz. Ja, blau, da kannst du dein Zeug, lila, da bist du einfach eine Bedrohung, da bist du gefährlich. Ja. Braun, dann bist du gefährlich und weißt auch warum und kannst dein Zeug, ja. Und wenn du schwarz bist, ja, glaub mir, da gibt es niemanden, der das anzweifeln kann. Also einfach von deinem Wissen, von deinem Können, von deiner Didaktik, wie du unterrichtest, weil also als Schwarzgurt musst du unterrichten können. Ja, du kannst kein Schwarzgurt werden und kannst nicht unterrichten, das geht nicht. Ja, und das ist halt einfach, wenn du dann wirklich, und dann denken ja die Leute mal, ja, jetzt bin ich Schwarzgurt, jetzt habe ich es geschafft. Und da bin ich schon wieder sehr verbandelt mit der japanischen Hierarchie. Da bist du als Erster und Zweiter Dan, bist du ein Senpai. Das ist ein fortgeschrittener Schüler. Da bist du kein Meister, Professor oder irgendwas. Da bist du einfach ein fortgeschrittener Schüler. Mein Kancho Sueno, habe ich das in Japan so erklärt. Weißt du, Peter? Sobald du einen Schwarzgurt hast, wissen alle, dass du jetzt bereit bist zu lernen. Jetzt geht's los. Das davor, bis zum Schwarzgurt, das ist ja kein Lernen. Das ist einfach, dich darauf vorzubereiten, dass du irgendwann mal wirklich lernen kannst. Ja, das ist wie, fängst du auch nicht mit dem Gymnasium an. Du machst das mal Grundschule, lass mal lesen, lass mal schreiben, lass mal so die ganz grundlegenden Dinge, die du überhaupt können musst, um überhaupt lernen zu können. Bücher zu lesen, Wissen anzueignen. Und das ist im Jiu-Jitsu oder im Karate oder im Lutter Livre, sollte das der Schwarzgurt sein. Und die Leute tun immer so, oh, der ist Black Belt. Huh. Oh, dann kann er ja eigentlich auch lernen. Ja, dann ist ja okay, aber das ist ja nichts Besonderes. Also ich finde es wirklich affig, wenn die Leute sich auf ihren Gürtel echt was einbilden. Das dann, also ich mag es einfach nicht. Ja, wenn meine Leute von mir graduiert werden, ja, kommt immer so der Standardspruch dazu. Ja, das ist keine Belohnung, das ist eine Pflicht, eine Last. Du musst diesen Gürtel beweisen. Du musst dem Gürtel gerecht werden. Die Leute werden dich jetzt mit anderen Augen sehen. Das ist wie wenn ich dir eine riesengroße Zielscheibe direkt auf die Stirn klebe. Ja. Ja, das ist wirklich so. Und das ist bei uns, also wirklich nichts wird bei uns im Gym lieber gemacht, als einer, der gerade frisch
blau oder purple geworden ist. Ha, okay, dann gucken wir mal, ob der jetzt wirklich besser ist, ja. Und dann, also, frage nicht nach Sonnenschein. Da musst du wirklich, also da musst du echt beißen, dass du durchkommst. Ja. Und das ist aber meiner Meinung nach genau das Richtige. Ja. Auch bei uns gibt es auch keinen Gürtel ohne Korridor. Das ist nicht so, oh, jetzt hast du einen Gürtel und dann läufst du rum und so. Nee, nee, geh mal durch einen Korridor. 4-mal bitte. Ja? Ach, bist du ein richtig harter, dann gehst du 6-mal. Und dann geht er wirklich 6-mal rauf und runter und kriegt da die Prügel. Da kriegst du deine 50 bis 100 Schläge, kriegst du auf jeden Fall. Oberkörperfrei. Ja. Warum? Weil ich Bock habe, Leute zu schlagen. Nein, um dich mal mit den Füßen echt auf dem Boden zu halten. Du bist deswegen nicht kugelsicher, nicht feuerfest, nicht wasserdicht. Du kannst nicht mehr als gestern. Jetzt ist es einfach nur offiziell. Das ist deine Einstufung. Bleib mit den Füßen auf dem Boden. Schon so viele Leute erlebt, die einen Gürtel kriegen und dann ja, das ist dann die Ursache für den Blue Belt Blues. Der Blue Belt Blues ist nur das Rumgeheule, ich will endlich Purple. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Halte ich überhaupt nichts von dieser Geschichte, der Blue Belt Blues. Ja, das ist einfach nur Heulen auf hohem Niveau. Ja, ich finde so, ich kenne Leute, Mainz, super Beispiel. Zoom Quick Mainz. Geh doch da mal hin und bind dir deinen Gürtel um. Da ist was los. Das kann ich dir sagen. Da halten die nämlich gar nichts von. Also überhaupt nichts. Ja, im Grappling vor allem, ja. Da kannst du mit Gürtelchen auflaufen, wie du willst. Ja, da waren auch schon ganz tolle Leute bei denen im Training, weil in Mainz hat ja keiner irgendwie sowas bei der Zoom, ein Gürtel oder so. Ja, und dann kommen da Leute von auswärts und haben ganz tolle Gürtel. Na gut, dann werden halt die Matten geputzt. Und da werden halt richtig die Matten geputzt. Also ich würde das wahrscheinlich überall einen coolen Auftritt hinlegen, nur halt nicht in Mainz. Weil also die können grappeln. Oder gehst zu den Transformers. Also der Danny Ackermann hat da mittlerweile mit zwei Partnern, glaube ich, mit Mario und noch einer Dame die Transformers in Mainz. Und das ist halt einfach eine Killerschule. So krasses Niveau, was da unterrichtet wird. Ja, in allen Belangen, Thai-Boxen, MMA, Grappling, das ist einfach wirklich krasse Trainer, richtig krasse Trainer, richtig gute Leute, richtig, gute Menschen vor allem auch. Ja, da brauchst du nicht mit irgendwelchen Sprüchen kommen, wegen irgendeinem Gürtel oder so. Da schauen dich alle an und alles klar, wo ist denn der her? Ja, was will denn der hier? Ja, dann sagt einer so, lass mal die Luft raus aus dem, ja. Und dann hat die Luft abgelassen. Ja, also das, ich finde diese Gürtelgeschichten im Jiu-Jitsu, und das ist meiner Meinung nach auch, was den Sport am meisten ausbremst. Ja, weil wie viele Schwarzgurte kennst du, die wirklich auf Competition gehen in Deutschland? Oh, jetzt muss ich schon überlegen. Genau. Warum? Warum um alles in der Welt muss man da überhaupt überlegen? Der ist Schwarzgurt, der kämpft jetzt nicht mehr. Warum kämpft er nicht mehr? Oh, weiß nicht. Und jetzt ist er ja Trainer und was für ein. Meine Ausdrucksweise geht da immer so ein bisschen mit mir durch, ja. Da halte ich echt gar nichts von. Ich hasse es, im Gi zu kämpfen. Wirklich, ich hasse es, im Gi zu kämpfen. Es ist cool, aber ich hasse die Regeln. Ich hasse dieses Vorteil, Advantage, und der hat aber gerade geguckt, als der da die Hand hatte, dann kriegt er einen Vorteil. Ich hasse die Regeln, das ist kein echtes Kämpfen mehr. Und warum kämpfe ich es dann trotzdem? Ja, weil ich einen Schwarzgurt habe. Du kannst doch dir nicht einen schwarzen Gürtel um den Bauch binden und in deiner Schule auf und ab flanieren, ja, vor den Leuten und nicht kämpfen. Du musst doch, sind wir wieder beim Messen. Du musst dich doch messen. Du musst doch wissen, was dein Schwarzgurt wert ist. Wenn du das nicht machst, also ganz ehrlich, dann kann ich dir sagen, dann ist er nichts wert. Also dann ist das einfach nichts wert.
Ja, aber weiß ich, bin nicht mehr der Jüngste und ich hatte einen schlimmen Unfall. Ja, ich habe eine künstliche Hüfte, ich hatte einen Herzinfarkt und habe ein halbes Jahr später gekämpft. Was wollt ihr denn? Erspart mir einfach die Ausreden, erspart euch selber die Ausreden, kriegt den Arsch hoch, Entschuldigung, Ausdrucksweise, kriegt euren Hintern hoch und Ärmel hoch und wieder anpacken. Ohne Ausreden. Und dann, ja, aber dann, der hat jetzt fünfmal verloren, ja, okay. Der hat fünfmal verloren und geht trotzdem wieder hin. Mal ganz ehrlich, mit dem möchte ich eigentlich keinen Ärger haben. Die Leute, die immer wieder kämpfen gehen, die Leute, die sich immer wieder messen, die Leute, die, egal ob gewonnen oder verloren, einfach immer wieder dastehen. Ah, ich glaube, das sind die richtigen Kämpfer. Und ich glaube, die vermitteln auch die richtigen Werte. Und ich glaube, die haben auch die richtige Sichtweise für sowas. Und wenn du dir halt die Leute anschaust, die irgendwann einen Schwarzgurt kriegen und ab da wirklich einfach nicht mehr kämpfen, ich würde denen den Schwarzgurt aberkennen. Ganz ehrlich, es ist ein absolutes Unding. Mit welchem Beispiel gehst du denn voran? Und dieses Beispiel multipliziert sich, denn deine Schüler werden es auch so machen, weil du hast ja so vorgemacht. Naja, weißt du, jetzt bin ich Schwarzgurt, jetzt kämpfe ich nicht mehr. Hast BJJ-Turniere, ich weiß nicht, mit wie viel tausend Startern und dann hast du so ein bisschen Schwarzgurt-Klasse. Die Hälfte von allen Teilnehmern sind schon mal Weiß- und Blaugurte. Ach, mehr als die Hälfte sind Weiß- und Blaugurte. Warum wird es nach oben immer dünner? Warum werden es immer weniger? Weil die Leute zu dumm sind, dabei zu bleiben? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Weil sie zu feige sind? Glaube ich auch nicht. Also, bis du mal Schwarzkopf bist, dann musst du schon ein paar Mal gerollt haben. Weil ohne geht es halt normalerweise echt nicht. Ja, warum dann kämpfen aufhören? Ist einfach eine Ego-Sache. Ist nur die Ego-Sache. Du hast Angst davor, dass du verlierst. Und dann, ja, danke fürs Gespräch. Das ist, finde ich einfach sehr. Ja, durchs Verlieren lernt man ja. Ja, Ja, das sind natürlich. ja die Nur Erfahrungen, die man macht. du darfst in unserer Gesellschaft nicht mehr verlieren, weil du wirst nicht nach der Leistung bemessen, du wirst nur nach dem Ergebnis bemessen. Ja. Du kannst immer, wenn meine Kämpfer richtig. Wenn denen vor dem Kampf dann so langsam mal so ein bisschen die Muffensause geht. Ja, und was ist, wenn ich verliere? Und das heißt, das ist mir doch egal, ob du gewinnst oder verlierst. Es ist mir wirklich, es ist mir egal. Mir kommt es auf die Leistung drauf an. Du kannst, Dennis, stell dir vor, du gehst jetzt auf irgendein Turnier, startest in der Schwarzgurtklasse und dein Gegner ist André Galvao. Ja. Ist deine Gewichtsklasse, oder? Wär ein krasses Ding. Okay. Und jetzt stehst du, gehst du auf die Matte gegen André Galvao. Und weißt du was? An dem Tag funktioniert dein Kopf. Und an dem Tag hast du auf einmal was knack im Kopf und du hast richtig Bock, mal echt die Post abgehen zu lassen. Und jetzt gibst du es dir über 10 Minuten mit André Galvao. Und er gewinnt mit 2 Punkten. Es war die Leistung deines Lebens. Es war unvorstellbar, was du geleistet hast, welche Steigerung du erlebt und erfahren hast. Aber du hast verloren. Ist jetzt deine Leistung schlecht? Nein. Das war die Leistung deines Lebens. Das war der Kampf des Jahrhunderts. Das war dein Ding. Das war eigentlich der Moment, für den du gelebt hast. Und diesen Moment hast du erlebt und hast verloren. Das ist doch vollkommen nebensächlich, ob du verloren oder gewonnen hast. Es kommt auf die Leistung drauf an. Ob da jemand sich freut zu Hause, ja, dass du gewonnen oder verloren hast, ist vollkommen unerheblich. Du hast eine Hammerleistung. Du kannst aber auch mit der unterirdisch schlechten Leistung einen Kampf gewinnen. Und ist es jetzt dann der Zeitpunkt, mit stolz geschwellter Brust herumzustolzieren und allen zu zeigen, was du für ein toller Bringer bist? Nein, natürlich auch nicht, weil die Leistung war einfach schlecht. Ja?
Also Kämpfer von mir, wenn da die Leistung echt schlecht ist und die gewinnen einen Kampf, da brauchst du ja nicht glauben, dass da irgendwie großartig gefeiert und gratuliert wird. Die Leistung war schlecht. Zu was soll ich dich jetzt gratulieren? Dass der andere noch schlechter war oder noch dümmer oder noch antriebsloser. Soll ich dir dazu gratulieren? Bist bei mir wahrscheinlich echt falsch. Ja, wirst du so nicht hören. Und du hast gerade den Kampf verloren, hast den Kampf deines Lebens gemacht. Und ganz ehrlich, das sehe ich doch als Trainer. Das sehe ich doch, was du da gerade vollbringst, was du da auf die Beine stellst. Für mich ein Grund, dich durch die Halle zu tragen. Zu feiern, 3 Tage lang mal richtig abzuklönen. Dass dieses ergebnisorientierte Denken, das ist ja wieder das Gleiche. Mhm. Fett, schlecht, schlank, gut. Ja, das Ganze ist immer das Gleiche. Gewonnen gut, verloren schlecht. Nein, so einfach funktioniert das Leben nicht. Ja, und das ist halt, wenn du halt oft genug irgendwo auf der Welt unterwegs warst und dich halt mit den richtigen Leuten gefetzt hast, dann ist die Chance schon sehr groß, dass du wahrscheinlich auch schon mehr Blut geschluckt hast als die anderen, also von deinem eigenen. Ja, dann ist die Chance, dass du öfters mal die Deckenbeleuchtung gesehen hast, überm Ring, auch sehr groß. Ja, und das sind die Dinge, die dich einfach mit den Füßen wieder auf den Boden holen. Ich weiß, wie das ist, wenn man als Kämpfer echt, wenn du echt Schiss kriegst. Und ich bin auch schon zu Kämpfen reingelaufen, habe ich gewusst, okay, Peter, das wird jetzt echt ein schwerer Gang. Das wird jetzt nicht gut ausgehen. Sag mal, ja, aber Peter, das kannst du nicht machen. Ja, was denn sonst? Du bist doch Kämpfer. Ich verstehe nicht dieses Denken, dass es reicht, zu sagen oder so zu tun, etwas sei gut und dann ist es gut. Oder etwas ist schlecht und dann ist es schlecht. Hm. Wo fehlt, was mir fehlt, wo bleibt die Objektivität? Diese Reflexion, diese Selbstreflexion nach dem Training, nach dem Wettkampf. Ja, ich habe einen Kampf gewonnen, ich kriege eine Goldmedaille um den Hals gehängt, hey, und ich lasse mich von jedem feiern, obwohl ich weiß, dass ich echt eine Scheißleistung gezeigt habe. War für mich noch nie, ich schäme mich da im Grund und Boden. Ich habe auch schon richtig, richtig schlecht gekämpft. Also richtig schlecht. Du hast so Tage. Ja. Ich habe aber auch schon wirklich richtig gut gekämpft. Ich hatte solche Momente, wo ich wirklich die Leistung meines Lebens gebracht habe. Und die Kämpfe habe ich verloren. Das sind einfach die Momente, die dich dein Leben lang prägen, die dir ganz genau sagen, wo du stehst im Leben, was du kannst und was du nicht kannst. Ist ja auch ganz wichtig. Man muss ja wissen, was man nicht kann. Ja. Aber jetzt wird es arg philosophisch, gell? Und wir sollten, ich finde das vielleicht super. Ja. Ja. Wir sollten ich könnte da stundenlang zuhören. Das ist echt eine tolle Ansichten. Ja. Und ich hoffe, es geht auch vielen, die jetzt gerade den Podcast mitzugehört haben. Ja, also das öffnet mir schon sehr stark die Augen einfach gerade. Ja, muss ich schon sagen. Ja, und dann der schätzt auch so ein bisschen wieder doch den Weg, den man so gegangen ist. Mhm. Ja. Ja, ich finde, man sollte eigentlich sowieso generell nicht so viele Vergleiche immer machen. Jeder geht ja so seinen eigenen Weg. Genau. Ja, aber wie du schon sagst, wenn man immer wieder halt den Weg sucht, genau, ja, und nicht einfach aufgibt, ja, dann ist es ja trotzdem alles in Ordnung. Ja. Da muss ich ganz kurz was vorlesen. Mhm. Ich sage auch gleich dazu, von wem dieses Zitat ist. Die Viktoria hat mir gestern Abend was unfassbar Geniales vorgelesen. Das ist vom Stefan Karlhammer von 2018. Das ist ein Bekannter von ihr, ein Mathematiker und, mhm, Pokerspieler. Also Mathematiker und Pokerspieler.
Und der hat etwas geschrieben, einen Text, also ich kann jetzt auf gar keinen Fall den ganzen Text vorlesen, aber der hat da einen Satz, ich muss gerade mal gucken, dass ich sehe. Ja. Sind zwei Sätze oder zwei Passagen. Also der eine ist eben von diesem Stefan Karlhammer. Es ist das Privileg eines Champions, dass er etwas zu verlieren hat. Das finde ich einen unglaublich guten Satz. Ja, nicht so die Leute, die was werden wollen und die dann immer so hochkommen, sondern also wenn du ein echter Champion bist, dann musst du wirklich verlieren können. Wenn du nichts zu verlieren hast, dann kannst du kein Champion sein. Da hat er nämlich ein sehr. Genau. Um es mit deutlichen Worten zu einem Fazit zu bringen, als Champion suche ich Situationen, in denen ich maximal verlieren kann. Und das war eigentlich. Als die Viktoria mir das gestern vorgelesen hat, da hatte ich Gänsehaut, da war ich wirklich, und ich habe gesagt, du musst mir den Text unbedingt schicken. So krass, das war nämlich genau das, was ich immer gemacht habe. Ich habe mir immer ich wollte eh immer gegen jeden kämpfen, mir war es egal, aber wenn ich irgendwo einen Gegner raussuchen konnte oder wenn ich mir ein Event raussuchen konnte, dann habe ich mir immer die Gegner rausgesucht, wo ich echt gedacht habe, boah, war das jetzt echt eine clevere Idee, Angerer? Ja, und das war es meistens nicht. Ja, als ich 95 in Berlin gegen Sam Shield gekämpft habe, Ach krass. dann musst du dir einfach Gegen mal vorstellen. Sammy Shield. Ja, ich habe Sammy Shield gekämpft. Ja, jetzt mal für die Zuhörer, so die sich jetzt unter dem Namen natürlich nichts vorstellen können. Der war damals zweifacher Weltmeister im Daijutsu, im Vollkontakt-Karate in Japan. Er wird auch Hightower genannt. Ja, ist ein sehr sympathischer Mensch, aber halt einfach 2,13 Meter groß und wiegt irgendwas um die 130, 135 Kilo. Und ich hatte zu der Zeit so um die 73 Kilo bei 1,77. Also das hat ausgeschaut, als ob er mit seinem kleinen Kind einkaufen geht und das Kind halt verprügelt. Ja, und das war wirklich, ja, das war so mein allererster krasser, meine allererste krasse Nahtoderfahrung, so möchte ich es echt sagen. Also da habe ich wirklich gedacht, ich überlebe das nicht. Und ich hatte eine Handvoll Kämpfe in meinem Leben, da habe ich echt gedacht, okay, und Angerer, jetzt hast du es übertrieben, jetzt kriegst du einfach die Quittung. Das war's jetzt. Dass der mit Knie, der hat ja Hände so groß wie Klodeckel. Also es ist wirklich keine Übertreibung. Der hat Hände so groß wie Klodeckel. Der hat mich in die Okay. Ecke rein, der hat mich in die Ecke reingestellt, der hat mir die Knie an Kopf gehauen. Ist ja nicht schwierig. Muss ja nur knapp Gürtelhöhe schlagen, weiß ich. Ja, oder so Brusthöhe vielleicht, ja. Da kannst du ja 10.000 Knie machen. Ja. Dann hat er mich einmal in einer Situation, die Gordeaux-Brüder waren bei ihm in der Ecke, vom Kamakura in Den Haag, hat er mich in meine Ringecke an der Jacke gepackt. Und hat mich dann einfach, und das ist jetzt keine Übertreibung, damals war das ZDF da, es gibt mit Sicherheit noch das Video. Ich habe es nämlich gesehen, ja. Da bin ich von einer Ecke des Rings in die andere Ecke geflogen. Der hat mich einfach rübergeschmissen. Was? Der schnappt dich und dann schmeißt er dich einfach darüber. Und dann schlägst du, in der Ecke fängst an zu fliegen und in der anderen Ecke schlägst dann ein. Das war vielleicht schon ein krasses Ding. Ja. Und das waren aber die Kämpfe. Da kannst du musst verlieren. Das Risiko zu verlieren ist so groß, so präsent. Und genau dann muss kämpfen gehen. Alles andere ist kein Kämpfen. Alles andere ist halt Pflichtkür. Eiskunstlauf. Ja, Vortanzen. Ja, das ist ja kein Kämpfen. Ja, du musst schon, fliegst um die halbe Welt irgendwo hin.
nach Japan, nach Amerika, ist ganz egal. Als ich das erste Mal in Chicago gekämpft habe, war auch 95, war im selben Jahr, habe ich das erste Mal in Chicago gekämpft. Und dann habe ich meinen Skihan kennengelernt, Eddie Yoshimura. Und der ist halt so richtig Hardliner. Ja, es ist einfach ein Cop aus Chicago, aus der Spezialeinheit. Ja, der hat schon mehr Tote gesehen als mir im Fernsehen. Ja, und er halt live, er wie im Fernsehen. Und der ist da immer ein bisschen kurz angebunden. Und dann sagt er so, alles klar, wir haben die Regeln geändert. Ja, viele Regeln geändert. Ja, wir machen jetzt kein Karate und Kickboxen, so wie ich es gewohnt war. Wir machen jetzt Karate, Kickboxen und MMA, also ein Triathlon. Da schaue ich ihn so an, da sagt er, wenn es dir nicht passt, kannst du wieder zurück nach Deutschland fliegen. Sag ich, nee, ist für mich okay. Ja, okay, also aber um im Turnier mitzukämpfen, ja, für das ich herübergeflogen bin, wovon ich ausging, dass ich damit kämpfe, muss ich erst noch einen Vorkampf machen. Sonst kann ich auch gleich wieder nach Deutschland. Sag ich so, ja, okay. Aber du kriegst einen ungeschlagenen Kämpfer. Okay. Ja, wir lassen dich dann wissen, wen. Und dann stehst du da mal 2 Tage in einem Saft und schmorst so langsam vor dich hin. In Amerika, das erste Mal in Amerika, in einem fremden Land. Die Regeln sind anders, du hast es noch nie gemacht. Ja, und dann denkst du dir, okay, das geht. Aber du kriegst aber noch einen ungeschlagenen Kämpfer. Dann hatte ich gegen den Stan Bansky, hat der geheißen. Der hatte einen Kampfrekord, glaube ich, von 46 oder 48 zu 0. Dann denke ich mir so, dann schaue ich mir den so an. Und ich denke mir, nee, den habe ich weg. Es war wirklich so, nee, den habe ich weg. Und das war auch mein allererster K.O.-Sieg im Vollkontakt-Karate. Nämlich, den habe ich mit dem Knie K.O. gemacht, mit dem Kniestoß. Ja. Dafür gab es dann eine Bulova-Uhr, weil ich dann in der Nightshow gekämpft habe. Gab es eine Uhr von Bulova und $50 K.O.-Bonus habe ich gekriegt. Und die $50 habe ich verfressen. Da habe ich mir Essen gekauft davon. Ja, das waren meine ersten Profikämpfe in Amerika. Ja. Damals war die Einstiegsgage in der UFC, glaube ich, bei $300 oder was. Krass. $300 gekriegt, dass du in der UFC kämpfst. Das ist ein Unterschied heutzutage, ne? Also, geringfügig. Yeah. Geringfügig. Hast du Shoni Carter? Ist ja auch mittlerweile echt ein Freund von mir. Aber als der den Matt Serra K.O. geschlagen hat, ja, da hat der $300 für den Kampf gekriegt. So, jetzt der Punkt. Das musst du dir einfach mal geben. Hast du für $300 hast du jemanden weg? Da nichts mit hier. Ha, jetzt kommen aber die Mädels mit einem großen Scheck. Nee. Morgen wieder. Ja. Das sind halt meiner Meinung nach noch echte Kämpfer gewesen. Die haben das nicht nur für Geld gemacht, weil Geld kann nicht der Antrieb sein. Geld darf nicht der Antrieb sein, sowas zu machen. Mhm. Auch wenn du es professionell machst, dann machst du das immer noch aus Liebe zum Sport, aus Liebe zum Kämpfen. Dann bist du einfach dieser Typus Mensch, der das kann. Viele können das ja gar nicht mehr. Ja? Viele kommen ja überhaupt nicht klar mit sowas. Die kommen klar damit, im Fernsehen zu sehen, wie Leute von Bomben zerfetzt werden. Das ist kein Problem. Aber mal selber zu kämpfen, geht gar nicht. Mhm. Und da finde ich schon. Also ich finde einfach, wegen dem Geld darf man es nicht machen. Ich war immer ein Kampftourist. Für mich war es immer cool. Ich kann um die ganze Welt fliegen. Meistens zahle ich nicht drauf und ich kann gegen Leute kämpfen. Hey, so, ich bitte dich, das ist das beste Leben, das du dir vorstellen kannst. Du lernst auf der ganzen Welt Menschen kennen. Du kannst dich mit denen richtig pritschen. Und also ganz ehrlich, also vor allem in Japan, auch in Amerika, die Leute, mit denen ich es mir echt, auf Deutsch gesagt, am dreckigsten besorgt habe, das sind meine besten Freunde. Also es sind wirklich, als ich meinen Herzinfarkt hatte, kannst du dir nicht vorstellen, was ich Nachrichten erhalten habe.
und wirklich aus der ganzen Welt. Und das ist halt schon, das, ich finde das einfach schön dann zu sehen, dann kommst du wieder nach Japan, das erste Mal danach und dann gleich alle, hey, Peter, ist wieder alles gut? Und ich sage, hey, was ist gut? Lass uns rollen. Also mein Herz ist jetzt wieder top. Ja, das ist wieder richtig top. Jetzt lass uns rollen. Ich möchte es jetzt wissen. Also jetzt geht's wieder. Ja. Und das ist schon, wenn du die Anteilnahme bei den Menschen siehst, wenn du wirklich ehrliche Anteilnahme und Freundschaft und Respekt siehst, ja, das musst du dir erkämpfen. Kannst du dir nicht kaufen. Erinnerungen kannst du dir nicht kaufen. Ja. Ja. Kannst ja jeden Müll kannst du dir kaufen, aber keine Erinnerungen. Ja, und das ist halt schon, wenn du Erinnerungen hast mit den richtigen Leuten, so mit dem Kenichi Sato, wir haben uns 2001 und 2002 in Chicago und in Deutschland, wir haben uns echt das Brett gegeben. Also wir haben es uns echt besorgt. So richtig übel, so 4 Wochen danach immer noch nicht laufen können, besorgt. Weißt, so besorgt. Ja? Und dann triffst du den 10 Jahre später, 12 Jahre später in Japan und dann wird es ein feuchtfröhlicher Abend mit Open End und ganz tollen Geschichten danach zum Erzählen. Aber das ist einfach genial. Ja? Kannst auf jedem Kontinent der Welt kannst aufschlagen und hast Telefonnummern, kannst anrufen und kannst sagen, hey, bin jetzt da, kannst du mir irgendwie helfen und du wirst sehen, stehst nie alleine da. Das ist einfach schon echt ein geniales Gefühl. Das ist echt richtig cool. Wahnsinn. Ja. Ich bin schon glücklich. Ja, das glaube ich. Das hört man auch, das spürt man auch, so wie du das erzählst. Ja. Hast du, wenn du im Ausland trainiert hast, hast du da vieles für dein eigenes Training, für deine Unterrichtsweise dann mit übernommen oder ist das so alles so dein Stil? Ja, nee. Ich habe im letzten Podcast, der jetzt am Sonntag rausgekommen ist, war das auch nochmal so ein bisschen Thema, neue Konzepte finden und sowas. Ich mache schon so ein bisschen mehr die alte Schule, ja, also aufwärmen. Ich stehe auch da drauf, ich mache ein recht langes Aufwärmtraining, ja, meistens so eine halbe Stunde. Manchmal variiere ich das mit bestimmten Drills, die ich noch zusätzlich mit reinpacke. Und da kommt erst so mein Technikteil. Meistens so 2 Techniken, vielleicht höchstens mal 3. Ja, aber dann wird auch schon gerollt danach. Ja, das ist so das System, was ich anbiete. Ja, und bin damit eigentlich immer recht gut gefahren. Okay. Ich hole mir auch immer natürlich Tipps, auch von anderen Gyms. Ja, ich bin ja auch ein bisschen rumgekommen und konnte mir dann hier und da immer was abgucken. Habe das dann immer mal mit, wenn es um Sparring geht, mit eingebaut, mal ein paar andere Systeme zu nutzen. King of the Hill ist ja immer sehr beliebt. Ja. Okay. Oder halt, wie gesagt, Positionssparring. Ja, dann mal wieder freies Sparring, dann mal 10 Minuten Runden, dann mal wieder nur 5 Minuten Runden. Ja, das variiert immer so ein bisschen bei mir, wie man gerade so Bock hat oder auf was man sich gerade vorbereitet. Ja, wenn es Richtung Wettkampf geht, werden die Zügel schon ein bisschen enger angezogen. Ja, und dann ist das Tempo auch viel höher. Ja, und dann wird auch mehr so drauf geachtet, wer mit wem rollt. Ja, okay. Gewichtsklassentechnisch dann auch. Ja, und jetzt in meinem letzten Podcast hatte ich jemanden, der dann so ein bisschen schaut, eher ressourcenorientiert, ja, eher so ein bisschen auch so in der Vereinswelt, ja, um es auch auf vielen Leuten schmackhaft zu machen oder auch die Möglichkeit zu haben, sehr individuell einzugehen. Ja, wie ist das bei dir so? Wie ist so bei dir der Trainingsablauf? Also, wenn ich im Ausland trainiert habe, habe ich immer gelernt, überall. Ich gucke mir immer alles an. Ich schaue mir alles an. Ich stelle alles auf den Prüfstand. Hm. Und wenn ich sehe, das bringt einen Mehrwert für mich oder für meine Leute, dann übernehme ich das auf jeden Fall. Hm. Das Training ist bei uns eigentlich quasi identisch, so wie in Japan trainiert wird. Mhm. Also es fängt beim traditionellen Aufstellen an, beim traditionellen Abgrüßen, natürlich auf Japanisch. Egal ob im Jiu-Jitsu oder im Lutta Livre, das ist immer das Gleiche. Ja, jedes Training beginnt und endet damit. Und dann kommt es ganz darauf an, ob wir
eine Klasse haben oder halt wie jetzt gerade einfach nur die Wettkämpfer, die Spitzensportler. Bei den Wettkämpfern und bei den Spitzensportlern, die machen alle dermaßen viel Stretching und Kondition, Cardio zu Hause oder in der Freizeit. Da ist es dann wirklich 5 Minuten eindehnen und dann geht's ab und dann wird gerollt. Und dann wird wirklich Stunde, anderthalb Stunden wird einfach gerollt. Jetzt im normalen Unterricht, wenn ich eine Klasse mache, beginne ich auch immer, so wie du, mit dem Aufwärmen meistens. Ja? Wobei das bei mir aber schon sehr Koordinations- oder auch Yoga-lastig ist. Also ich mache wahnsinnig gerne Yoga dazu. Also das ist einfach für mich, finde ich einfach ein sehr gutes Warm-up und sehr kommt dann auch Bewegungsspiele dazu, dann kommt vielleicht noch Drills dazu. Mhm. Ja. Aber ein Aufwärmen muss eigentlich schon sein. Ja. Ja. Und dann ist aber so, ich möchte jetzt mal wirklich behaupten, naja, Minimum die Hälfte, Minimum, also eher mehr von unserem Training ist Sparring. Mhm. In allen Bereichen. Also wirklich in allen Bereichen. Es gibt eigentlich ganz, ganz wenig, wo wir nur reine Technikeinheiten machen oder nur auf Bewegungsarbeit achten, jetzt zum Beispiel im Kickboxen, Schrittarbeit. Das gibt natürlich Trainingseinheiten, da machen wir das sehr schwerpunktmäßig, aber so das Gros der Trainingseinheiten bei uns ist schon also wir sind eine sehr sparringlastige Schule, auf jeden Fall. Ja, also bei uns wird viel mit dem Mann am Mann gearbeitet und ich achte da nicht auf Gewichtsklassen, Alter, Geschlecht oder irgendwas, das ist mir egal. So, das sind die Leute, die da sind, sucht euch einen Partner und los geht's. Ja. Aber jetzt sollte man mal so ein bisschen auf die, du hast so ganz interessante private Fragen gehabt, ja, mein Lieblings... mein Lieblingsessen und so, das habe ich ja eigentlich irgendwie schon beantwortet. Ja, aber Sushi, ne? Na, Sushi nicht. Also japanisch auf jeden Fall. Aber ja, okay. Meine absolute Leibspeise in Japan ist Ramen. Ramen, okay. Ja. Das ist einfach, das ist die genialste Mahlzeit, die es gibt auf der Welt. Definitiv. Definitiv. Das ist schon, ja, esse ich, wenn ich drüben bin, jeden Tag. Also wirklich hier ist eine Mahlzeit, ist mindestens eine Mahlzeit ist Ramen. Vielleicht auch zwei. Ja. Ja. Da habe ich dann übrigens so ungefähr 5 bis 6, 7, 8 Mahlzeiten am Tag, wenn ich in Japan bin. Also da esse ich, das ist kein Essen mehr, das ist wirklich schon Fressen. Das kann man gar nicht anders nennen. Aber es ist halt, ich nehme da trotzdem ab. Also ich esse den ganzen Tag und komme leichter zurück, als ich hingegangen bin. Und schmeckt halt. Oder? Nein, nein. Weil das Essen eine andere Qualität hat. Ja, das ist wirklich krass. So. Also das allererste Mal, als ich drüben war, da war ich 2 Wochen. Ich habe so viel, wirklich, ich war wie Godzilla in Tokio, nur habe ich die ganze Zeit nur Essen vernichtet. Und ich habe, ich glaube, alles, was ich an Gage bekommen habe für meine Kämpfe, habe ich da wirklich in Essen investiert. Und das ist wirklich Essen, 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 Essen. Du kannst da an jeder Ecke kriegst du so gutes, frisch gemachtes, natürliches, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zucker, ohne bla bla blub, ohne den ganzen Schrott. Du kriegst einfach mal wieder richtige Nahrung. Weißt du, so, du kriegst Essen, das isst du und danach geht es dir gut. Weißt du, du merkst es, hey, geht es dir gut und fühlst dich stark. Und dann kommst du nach 2 Wochen zurück und stellst dich auf die Waage und so, ey, ich bin 2 Kilo leichter, als ich hingeflogen bin. Ich habe den ganzen Tag nur gefressen. Ja, also ja, japanische Küche auf jeden Fall, aber absolute Leibspeise, Ramen, definitiv. Ja. Ist das teuer dort? Überhaupt nicht. Okay. Also Essen ist in Japan, man möchte es nicht glauben, aber ich sage immer, also, ich habe es auch schon ausgerechnet, Essen und so die öffentlichen und Transport und so, das ist in Japan deutlich günstiger als hier. Also wirklich, sogar in Tokio. Tokio ist ja angeblich die teuerste Stadt der Welt. Ja. Aber sogar in Tokio, also wenn du jetzt irgendwo auf dem Land bist, ein Ramen, da zahlst du deine
7 Euro vielleicht. Hm. Hast aber so eine Schüssel. Und wenn du das runterkriegst, dann bist du wirklich pappsatt und es war halt einfach nur gut. Und du kannst da nichts falsch machen mit dem Essen. Und da kannst du auch die ganze Zeit essen. Und auch die Dessert und so, alles, was sie machen, aus Azaki-Bohnen, aus Matcha, so aus grünem Tee, also auch die Süßigkeit oder so, diese traditionell japanischen Süßigkeiten und Snacks, das ist ja kein Müll, den du da isst. Weißt? Jetzt snack mal hier. Ja. Oder geh mal zum McDonald's und hol dir mal Fast Food. In Japan kriegst du Fast Food an jeder Ecke. Frisch zubereitet, vor deinen Augen, für dich jetzt. Das ist für die Japaner Fast Food. Ja, bei uns ist ja Fast Food Konservierungsstoffe mit Plastikmüll. Kannst ja nicht essen, das hat ja einen Nährwert von einer Schuhsohle. Ja. Mir ist trotzdem fett, ja. Ja, natürlich, ja. Natürlich. Ja, geht gar nicht. Geht überhaupt gar nicht. Jetzt schaue ich gerade nur, mein Akku vom MacBook geht langsam runter. Wie viel Prozent hast du noch? Ah, 34. Ja, passt. Das müsste noch eine. Ja, ich möchte nur nicht, dass dann fump. Nee. Das musst du jetzt halt rausschneiden, gell? Ja, alles gut. Sonst kommt es so unprofessionell. Nee, der Podcast ist unprofessionell. Das mögen die Leute. Echt? Ja. Ja, also das ist so authentisch, ja. Ja, wie oft habe ich Leute gehabt, die mit ihrem iPhone dann da gesessen haben und dann, okay, ich gehe mal kurz los, mein Ladekabel holen. Ja, ich finde, das gehört alles dazu. Ja, das ist. Das macht es aber auch sehr angenehm, mit dir zu sprechen, weil du das alles so locker siehst. Das ist überhaupt nicht irgendwie aufgesetzt oder künstlich oder hochtrabend oder jetzt so ultra wichtig, sondern es ist wirklich also. Dennis, ehrlich, wenn wir morgen keinen Podcast mehr machen, dann wird mir das richtig fehlen, das Gespräch mit dir. Ja, vielen Dank, das ist ein großes Kompliment. Ja, ist auch mir, so gemeint. Mir ist das auch sehr wichtig, ja, genug Raum und Zeit einfach da zu lassen. Ja, mich interessiert ja die Geschichte auch. Ja. Ich finde das super interessant. Ja, und wie gesagt, im Laufe des Gesprächs habe ich schon hier und da einfach auch die Augen jetzt gerade geöffnet bekommen in manchen Dingen. Habe mich auch tatsächlich zwischendurch auch mal wieder so ein bisschen wertgeschätzt gefühlt als Kämpfer. Ja, ja. Natürlich. Ja, und tja, man ist halt so mediengesteuert, die Gesellschaft, ja, die haben viele Sachen einfach noch nicht verstanden. Ja, und dann viel zu, ja, ergebnisorientiert hast du es ja auch genannt. Ja, das ist ja auch sowas, ja. Ja, also das hat mir schon gerade sehr, sehr viel gebracht, muss ich sagen, einfach. Ja, und auch unseren Zuhörern jetzt gerade, Zuschauern, ja, ich denke, da werden viele sich wahrscheinlich auch gerade werden die eine Verknüpfung gefunden haben. Ja. Da darf ich an der Stelle mal kurz Schleichwerbung machen? Klar, natürlich. Also ich habe ein Buch geschrieben vor 2 Jahren. Ach. Ein Kampfsportler, der ein Buch schreibt. Nein, aber was für eine Sensation, ja. Ich hab ein Buch geschrieben vor 2 Jahren, das handelt eigentlich von meinem Kämpferleben. Also da habe ich so aus angefangen, der erste Kampf ist wirklich Sam Shield, 95 in dem Buch. Wahnsinn. Da habe ich die kompletten Stationen durch bis 2014, bis zu meinem letzten Profikampf gegen 2015, 2016, bis 2016. Da habe ich noch gegen den Miyachi gekämpft, also den damaligen Asienmeister im BJJ bei den Schwarzgurten beim Rumina. Wo kann man das Buch kriegen? Amazon. Ganz über Amazon. Ja, ganz dann, Amazon. Dann packe ich den Link hier unten mit in die Beschreibung. Könnt ihr das anklicken. Ey, das ist echt cool, ja. Also. Ja? Ja, dann kauft es vielleicht mal einer. Ich kauf's. Ich werde es kaufen. Ich werd auch. Übrigens, ein Tipp, die Leute, die Kindle Unlimited haben, gibt es ja doch einige, also ich zum Beispiel, ich habe Kindle Unlimited, ich lese gerne. Da ist das Buch, das habe ich so eingestellt, da ist das Buch kostenlos drin. Mhm. Also dann das Buch bitte nicht kaufen, sondern wirklich bei Kindle Unlimited einfach kostenlos lesen. Und als E-Book kostet es, glaube ich,
10 Euro, 9,90 Euro oder was weiß ich. Und als Paperback sind 200 Seiten, also das ist schon umfangreich. Das sind es dann 19,90. Ja. Und kommt dem guten Zweck zugute natürlich der Erlös von dem Buch, nämlich meinem. Und muss ich jetzt auch mal sagen, ja, dass der nächste Trip nach Japan wieder finanziert ist, wenn das mal wieder läuft. Wäre nicht schlecht. Ja. Hast du irgendwelche Phobien? Da habe ich mich, als du mir das so geschrieben hast, so im Vorfeld zu dem Podcast, habe ich mir echt Gedanken gemacht, ja. Und aber so Phobien habe ich überhaupt nicht, so panikartige Angstzustände. Was ich überhaupt nicht kann, also das, ich kann zum Beispiel jetzt, wenn ich irgendwelche Filme anschaue oder Serien, also ich schaue kein Fernsehen, aber dann halt Netflix oder Amazon Prime oder so. Und ich sehe dann, dass man Kindern was tut. Da drehe ich vollkommen durch. Also da ist bei mir auch sofort Gesprächsbereitschaft gen Null. Ja, also da bin ich echt komisch. Wir haben eine Zeit lang, meine Frau und ich, haben hier immer Haus angeguckt auf Netflix. Ja, so ein sehr sarkastischer, zynischer Arzt. Ja, und war halt immer so ganz toll und war echt eine coole Serie. Und dann geht die Serie los, die Episode geht los und dann sehe ich, oh, da hustet ein Kind. Dann sage ich schon zu meiner Frau, schalt weiter, nächste Folge. Kann ich nicht sehen. Also ernsthaft kann ich wirklich nicht sehen. Ja, und wenn ich jetzt sehen würde, dass einer, was weiß ich, ein Kind schlägt oder so, ja. Das ist, glaube ich, so das Einzige, wo ich wirklich extrem und zwanghaft reagiere. Also wo ich dann auch sehr emotional werden kann. Ja. Also wenn ich Kinder jetzt in irgendeinem Film sehe und irgendein Kind stirbt oder irgendwas, weiß ich, also da bin ich dann schon voll das Weichei. Also nicht Weichei, aber da bin ich sehr, sehr emotional. Also da können schon dicke Tränen rollen. Ja, du bist Vater. Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Geht mir ganz genauso. Ja. Wie hieß der Film nochmal? Irgendwas mit Himmel war das. Oh, nee. Ja, fand ich ganz schlimm. Also da, ich habe ihn komplett angeguckt. Oh, aber mir ging es echt dreckig danach. Ja? Mir ging es wochenlang. Ja, also. Wochenlang ging es mir so mies, also wirklich mies. Und weißt du, siehst ja gar nichts. Und es ist auch gar kein Thriller, der darauf ausgelegt ist, jetzt dir Angst zu machen oder irgendwas. Ja. Ich habe diesen unter meinem Himmel. Genau, ja, irgendwie sowas, ja. Furchtbar, also furchtbar gut, der Film. Also wirklich furchtbar gut, der Film. Aber für mich, also ich habe den einmal gesehen, Starbesetzung, Penelope Cruz, Mark Wahlberg, also wirklich richtig toll, super Story, super alles. Ey, genau das meine ich. Ganz genau das meine ich. Kann ich mir nicht angucken. Also ja, habe ich auch echt große Probleme damit. Ja, Vollkommen am Rad. Drehe ich echt vollkommen am Rad. Ich habe ja mal in der Weiterbildung haben wir tatsächlich Tonmaterial bekommen, ja, wo es um Misshandlungen ging. Das war auch echt übel. Ja, ja. Auch das Täterverhalten und sowas. Da musste ich echt schlucken. Ja, will ich gar nicht wissen. Heftig, also wenn ich sowas mitkriegen würde, das würde es dann abends in der Tagesschau sehen. Also wenn ich mitkriegen würde, dass einer misshandelt oder so wie in dem Film umbringt, ja, das siehst du abends in der Tagesschau. Also das kann ich nicht. Also geht nicht. Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Ich habe drei Kinder. Ja, ich möchte, weißt du, dieses Gespräch, guck, du merkst schon. Ja, klar. Dieses Gespräch alleine reicht schon, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, einem von meinen drei Kindern würde irgendwie sowas passieren. Könnte es mich wegschmeißen. Ja, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also will ich gar nicht. Also das ist wirklich, meine Kinder sind wirklich Punkt um das Wichtigste
in meinem Leben. Hm. Punkt. Also es, da gibt es nichts zu reden. Ja? Ja. Ja, deswegen ist es ja sehr gut nachvollziehbar, warum man damit ein Problem hat, wenn man selber Vater ist, Elternteil. Ein sehr großes Problem. Ja, das können vielleicht die jüngeren Zuhörer jetzt nicht so ganz nachvollziehen, für die ist es aber nur ein Film oder einfach nur so eine Doku, die man sich so gibt. Ja. Klar. Für Menschen, die tatsächlich Eltern sein dürfen, ja, es ist nur was komplett. Und gerne Eltern sind. Ja. Ja, es ist ja nicht jeder gerne Eltern. Also ich bin wirklich, ich liebe meine Kinder bedingungslos. Ja, das ist mir ganz egal, ob es ist ja immer so, ja, was wird denn dein Sohn mal? Wird der auch mal Kämpfer? Ja. Ist mir doch scheißegal. Ich will, dass der glücklich wird. Hm. Ja, die Johanna, also meine Älteste, geht jetzt aufs Gymnasium. Ist ein richtig blitzgescheites Mädel. Ja, was studiert die mal? Herrlich, ist mir doch scheißegal. Hm. Hoffentlich studiert sie glücklich sein. Hm. Einfach zufrieden leben, klarkommen im Leben. Das soll sie studieren. Ja, und nicht irgend so ein Müll, um für irgendeine Firma zu arbeiten und um die reich zu machen. Ganz ehrlich, was so ein eigenes Leben. Also ich wünsche auch allen meinen Kindern, dass sie wirklich die Welt bereisen. Ich möchte, dass sie in der Weltgeschichte unterwegs sind. Es ist ein Risiko, auf jeden Fall. Aber das ist das Leben von vornherein. Mhm. Ja, kommt keiner von uns lebendig raus aus der Geschichte. Ja, wir werden alle sterben. Auch wieder sowas, gerade jetzt wieder kurzer Schwenk zu Corona. Man tut ja so, als dürfte man nicht mehr sterben. Weil Übersterblichkeit haben wir gehabt von, ach, haben wir ja gar keine. Heieieiei. Haben wir ja gar nicht. Es ist verrückt, wie gesagt. Ja, genau. Man tut ja so, aber sie müssen diese Leben schützen. Ja, der durchschnittliche Tote ist über 80. Mein Großvater hat zwei Weltkriege überlebt. Der war in zwei Weltkriegen auf der Welt und dabei. Der war in russischer Gefangenschaft. Der ist 82 geworden. Also, tut mir echt leid, an irgendwas musst du sterben. Will man, dass man stirbt? Natürlich nicht, um Gottes Willen. Du bist ja nicht psychisch krank. Aber Fakt ist auch, du musst einfach einsehen und dir bewusst machen, du wirst sterben. Jeder von uns wird sterben. Ja? Tja. Dann sparen wir halt mal 83 Millionen ein, weil genau. Ja. Ja, also ich möchte, dass meine Kinder wirklich die Welt bereisen, egal welche Risiken das sind. Die werden einen cleveren Kopf haben. Ja, wenn der clevere Kopf nicht reicht, dann gibt's noch Papa. Und wenn das auch nicht reicht, dann hat es halt nicht sollen sein. Ja, Hauptsache glücklich sein, das ist das Wichtigste. Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr wünschenswert. Ne? Ja. Schlechtester Job haben wir beim ersten Teil schon besprochen, Polizist. Moment, also für mich das schlechteste Job, also das muss ich schon sagen. Also ich kenne viele Polizisten, die echt glücklich sind mit ihrem Beruf, die ich auch mag und schätze. Ja, das war einfach, also so, ich war halt schon arg desillusioniert. Mhm. Ja, und kann halt einfach, ich bin nicht dieser klassisch dumme Befehlsempfänger. Ja? In meiner ersten Beurteilung nach der Ausbildung stand, der Beamte neigt zum Widerspruch. Das ist eine glatte 6. Weißt du, ich meine? Ja. Ich kann da halt einfach nicht meinen Mund halten. Ja, da hatte ich, also damit hatte ich schon immer ein Problem. Wenn einer irgendwie, ja, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe, wenn ich, sehe, dass einer keine Ahnung hat, aber halt trotzdem weit den Mund aufmacht. Ich kann da nicht den Mund halten. Das tut mir echt leid. So hat aber mein Papa mich erzogen. Ja, das ist wirklich noch alte Schule von meinem Papa. Ja, der hat schon immer gesagt, hey, und wenn 100 Leute sagen, der Schnee ist schwarz, dann weiß, der ist trotzdem weiß. Ja, dann kannst du es auch sagen. Ja. Ja, und das sehe ich auch so. Ja, und nur weil alle etwas sagen, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und nur weil es einer sagt, heißt es nicht, dass es falsch ist. Ja. Also Polizist für mich der schlechteste Job definitiv. Ja. Hast du außerhalb von deinem ganzen Kampfsport eigentlich noch andere Hobbys, wo du sagst,
dafür nehme ich mir die Zeit und es hat wirklich nichts mit Jiu-Jitsu, Lutta Livre, Grappling, ja, überhaupt nichts damit zu tun. Ich spiele wahnsinnig gerne Schach. Mhm. Also das mache ich wirklich, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne und auch eigentlich jeden Tag. Mhm. Also das ist schon, Kampfsportler spielt Schach und schreibt ein Buch. Dennis, was hast du für Leute in der Sendung? Ja, was hier los ist. Ja. Nee, also das ist, ich spiele gerne Schach. Heißt ja nicht, dass ich es gut spiele, aber ich glaube, ich komme ganz gut über die Runden. Und ich spiele gerne Poker. Mhm. Also ich poker wahnsinnig gerne. Allerdings habe ich mir sagen lassen, kurzer Gruß nach Ulm, ja. Ich spiele angeblich Türken- und Araber-Poker. Habe ich mir sagen lassen. So. Ja, also da bin ich nicht gut anscheinend. Mhm. Ja. Okay. Und ansonsten? Nee. Das. Ja, so arg viel Freizeit habe ich ja gar nicht, weiß. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich sage so, oh, und jetzt. Ja, ich reise gern. Das ist auch, das ist wirklich ein Hobby von mir. Also auch wenn es nach Japan ist oder auch wenn es nach Amerika ist, aber ich bin so generell, ich reise gern. Also ich sehe gern andere Länder, andere Menschen, andere Sitten, Kulturen, Religionen. Das interessiert mich alles. Ist ja auf unserem Planeten. Auf dem wir leben dürfen. Cool. Coole Sache, oder? Naja, auf jeden Fall. Ja. Ja, sollte man sich mal informieren. Über. Ja, genau. Ja, man könnte sich mal informieren, ja. Ja. Warum sind manche Leute schwarz? Ja. Und warum andere dumm? Ja. Ja, genau. Das sind dann so die Fragen des Lebens. Ja. Was würdest du heute ohne den Kampfsport machen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, so eine saublöde Frage, aber ich stelle sie halt immer wieder. Nein, aber das ist, ich finde das schon eine gute Frage, weil es einen schon dazu bringt, nochmal wirklich drüber nachzudenken. Weißt du, es ist wie wenn du 20 Jahre verheiratet bist und dann sagst, ja, und was würdest du jetzt ohne deine Frau machen? Und manche Männer so, ja, ja, ab nach Thailand, ja, und manche Leute können sich das einfach nicht vorstellen. Mhm. Die können sich das nicht vorstellen, ohne meine Frau. Was? Wie? Das ist unvorstellbar. Und so ist es bei mir mit dem Kampfsport. Also das ist, ich kann mir ein Leben ohne Kampfsport also nicht mal im Entferntesten vorstellen. Das ist so unmöglich. Also auch ein Leben ohne zu kämpfen, also auf Wettkämpfe zu gehen, sich zu messen, ja, das ja, wäre für mich ein sehr langweiliges und sehr tristes Leben. Mhm. Weil ich mag das eigentlich, mich zu messen. Ich mag das. Ja, gucken, wo man steht. Herr Peter, aber guck dir den an. Ja, das will ich sehen. Das ist immer so, da habe ich immer so diese Denke, okay, echt, ja, krass, das will ich sehen. Ich will sehen, wie das ist, mit dem zu kämpfen. Ich will wissen, wie der sich anfühlt. Ich will wissen, wie hart der schlagen kann. Ich will es wirklich wissen. Weil nur wenn du das weißt, kannst du dich ja auch selber irgendwo einordnen. Hm. Nicht über den Gürtel. Das ist, ich finde so, die Leute, die du gekämpft hast, das ist eigentlich immer so der beste, ja, die beste Standardbestimmung. Hm. Aber ein Leben ohne Kampfsport. Eher nicht vorstellbar. Ja. Also nicht nur, weil es Beruf ist, ja. Ich könnte definitiv niemals für jemanden arbeiten. Das ist bei mir wirklich rum. Und ich könnte schon gar nicht irgendwie was machen für den ganzen Tag und dann keinen Kampfsport. Also das,
Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Gedanke geht nicht mal, der geht nicht mal bis an den Kopf. Und schon gar nicht rein. Also das ist, ja. Brauchen wir nicht weiter vertiefen. Ja. Hast du irgendein verstecktes Talent, irgendeine Eigenschaft, was jetzt nichts mit Kampfsport zu tun hat, wo deine Teammitglieder, wo viele vielleicht nichts davon wissen? Irgendwas, Harfe spielen, ich weiß es nicht. Gibt ja so Leute, ja. Also ich bin ein leidenschaftlich schlechter Sänger. Okay. Ja? Ich glaube, ich habe in jeder Karaoke-Bar in Japan Hausverbot. Ich habe nämlich wirklich mal ein Lied in so einer Karaoke-Bar gesungen. Mhm. Ja. So bei allen klatschen die immer mit, das sind die ganzen Animierdamen, da geht es richtig zur Sache. Ja. Und noch eine Strophe und noch eine Strophe. Aber schon das ganze Lied. Und wir wollten sie nach der ersten Strophe, wollten die mir das Mikrofon wegnehmen. Da war ich so beleidigt, ja, weil die mich ewig lang drangsaliert haben. Ich soll jetzt singen. Und so, jetzt habt ihr es gewollt, jetzt mache ich es auch. Da habe ich wirklich das ganze Ding durchgesungen. So elendig falsch und schlecht. Ja, das ist aber eigentlich so mein größtes Talent. Ja, ich lache gern über mich selber. Mhm. Das ist was, wo ich, also wird auch nie langweilig. Mhm. Also ich bin schon so, ich bin schon so ein Spezialist, ich habe es echt drauf. Also wenn irgendwo ein Fettnapf rumsteht, ich bin heute zum Beispiel im Training, ja, also ich darf ja diese Sachen hier im Podcast gar nicht sagen, die ich heute im Training gesagt habe. Da sage ich, Leute, es tut mir echt leid, ich bin heute super gut drauf. Ich weiß, da bin ich ein Arsch. Da habe ich eine Klappe, das gehört verboten. In manchen Ländern würden die mich ins Gefängnis stecken für sowas. Ja, aber ich meine es ja wirklich nicht böse. Ja? Aber das ist wirklich, ich kann wirklich sehr gut über mich selber lachen. Also ich finde Humor ist ein Talent. Hm. Ja. Und das ist wirklich, das fehlt extrem vielen Leuten. Es sind alle nur beleidigt, angepisst, ja. betroffen, verletzt, ganz schlimm traumatisiert, wo ich mir echt denke, oh, echt ohne Scheiße. Bitte, werd doch erwachsen. Also werd doch einfach nur erwachsen. Hm. Ja. Das ist und halt auch wirklich, was gibst du wieder für ein Vorbild für die nächste Generation und für die nächste und für die nächste? Hm. Weißt, okay, da gibt es diesen guten Spruch, ja, harte Zeiten machen starke Männer. Starke Männer machen gute Zeiten. Gute Zeiten machen schwache Männer. Schwache Männer machen harte Zeiten. Das ist so dieser ständige Kreislauf. Ja. Und das ist ganz einfach, wenn du halt so eine Opfergeneration aufziehst, den kannst alle ein T-Shirt kaufen mit einem großen roten V vorne drauf für Victim. Ja. Da bringt es dann auch nichts, auf der Wuttreppe zu diskutieren. Ja. Sondern ich finde so den vor allem den Jungen fehlen wirklich die ganz klaren Grenzen und Spielräume, mhm. in denen sie sich auf jeden Fall bewegen sollen. Ja, aber das ist so, du Kinder und Jugendliche brauchen Grenzen. Wenn du die als Erwachsener nicht setzt, wer denn dann? Ja. Ja, wenn du kannst nicht deine Kinder über dich bestimmen lassen. Moment mal, du verstehst den Job nicht richtig. Du bist Eltern. Mhm. Ja, du bist eigentlich der, wo jetzt eigentlich sagen sollte, wie es läuft. Und eigentlich wollen deine Kinder oder die in der Schule oder im Training, die wollen das von dir wissen, weil das ist dein Job. So wie der Lehrer in der Schule denen eigentlich was beibringen sollte. Im Idealfall. Mhm. Ja, und nicht nur auswendig lernen für den nächsten Test. Also ist ja kein Lernen. Ist ja nur Hirntraining für später bei der Arbeit. Ja, aber das ist schon, Humor finde ich extrem wichtig und über mich selber zu lachen empfinde ich als Talent.
von mir. Ja, und ich, das mache ich echt gern und das kann ich richtig gut. Ja, ich kann mich über mich selber so scheps lachen. Ja, da also kann ich echt am Boden liegen und gar nicht mehr. Und alle denken immer so, was ist jetzt mit dem Peter los? Ja, dann erzähle ich es, ja, und dann lachen alle und dann lachen sie eigentlich nur über dich und dann finde ich das schon wieder so cool, dass die über mich lachen. Ja, also ich habe da überhaupt gar keine Bauchschmerzen damit. Hält doch ein Jung, ne? Muss man ja auch sagen. Ja, ja, also ja. Das Leben ist ja jetzt nicht gerade ein Ponyhof. Da finde ich es jetzt nicht schlecht, wenn man auch Gründe findet zu lachen. Ja. Ja, und das gerne macht und das noch in Gesellschaft und mit anderen Menschen um sich rum, ja, in einer geselligen Runde. Das sind dann eigentlich so die so fangen eigentlich dann gute Geschichten an. Ja. Weißt du, also jetzt und da, weißt du noch, wie man da, boah, die ganze Nacht und so. Ja. Komischerweise, 20 Jahre später bist du immer noch Freunde. Mhm. Finde ich einfach total cool. Also ich finde schon, dass Lachen verbindet. Ja, ja, definitiv, ja. Finde ich auch das Wichtigste an einer Frau. Also nicht, dass sie über mich lacht. Machen sie eh alle. Nein, aber ich finde das enorm wichtig, als so eine Frau in meinem Leben, die muss schon Humor haben, die muss schon lachen können. Das muss schon eine sein, die, mit der du auch wirklich, also ja, dich einfach auf dem Boden kringeln kannst und halt einfach keine Luft mehr kriegst. Ja, warte mal, wegen irgendwas. Das ist so Banalitäten. Ja, es gibt da so ein Referee in der UFC, den, wie heißt er denn? Sein Referee-Name ist No Nonsense. Kennst du den? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, No Nonsense. Das ist, der ist ja bei ganz vielen Events dabei. Und wenn du siehst, also das war echt schon so, ich konnte keine UFC-Kämpfe mehr angucken mit meiner Frau. Weil wir wirklich auf dem Sofa geschrien haben vor Lachen, nur weil der den Kampf geleitet hat. Weil immer wieder rumläuft, weißt du, wie der sich bewegt. Das war irgendwann so voll der, voll einfach der Flash. Also wir haben da einen Lachflash gekriegt. Ja, also wirklich ohne was zu rauchen, einfach nur einen Lachflash gekriegt, weil der einfach so komisch ist. Weißt du, wo du dir echt denkst, das gibt's doch gar nicht. Ja. Und das finde ich wahnsinnig wichtig bei einer Frau, dass eine Frau echt Humor hat und dass sie sowohl über dich als auch über sich selber lachen kann. Ja, nicht über andere lachen und bei sich. Entschuldigung. Alles gut. Also es ist 11:45, nur mal zur Info, Leute. Ja, ja. 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 Das ist schon ein bisschen, echt schon 11:45. Ja. Hey, Dennis, wie soll ich denn meinen Schönheitsschlaf kriegen, Mensch? Ja, brauchst du doch gar nicht. Ne? Sag mal, ja klar, trägt er wieder dick auf. Jetzt aber. Ja. Aber es ist wirklich, also man muss sich jetzt mal vor Augen halten. Ich glaube, wir sind jetzt wieder bei über 3 Stunden, oder? Ja, so knapp, ja. Knapp 3 Stunden müssen es sein. Ich gucke gerade mal. Ja, ja, es geht in die Richtung, ja. Sind gleich fertig. Ja. Ja, aber ja. Was? Wie krank ist denn das? Wieso? Ja, also wir haben jetzt da zweimal geredet mit bald 7 Stunden. Ja. Nicht schlecht, ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja wirklich locker flockig mit dir so von der Hand, ja. Also es macht auch wirklich richtig Spaß. Ja, ich finde es, wie gesagt, super interessant. Ja, ich sehe so viele Verknüpfungen auch, ja, und wie gesagt, der Raum soll einfach da sein dafür. Ja, und aber wir haben uns da schon sehr gut durchgearbeitet. Ja, das ist doch alles super. Ja, und der Leitfaden, man muss sich nicht strikt immer so genau dran halten. Das, wie gesagt, beim ersten Teil haben wir schon herausgefunden, welcher Job nicht so gut war für dich. Ja. Das ist einfach, wie es sich ergibt. Ja, ich mache mir da auch keinen Stress oder sowas. Ne? Ja. Ich sage ja, das macht das Ganze so angenehm mit dir. Dankeschön. Das ist alles nicht so nach Skript und alles nicht so, ja, so ABC, ja, sondern es läuft wirklich sehr, sehr locker, sehr, das ist echt ein angenehmes Schnacken mit dir. Also das ist wirklich sehr ernsthaft. Also als würdest du jetzt hier mit dem Homie einfach mal so kurz FaceTimen, ja, für ein paar Stunden und dann erzählen, was die Woche so los war. Das ist echt richtig cool. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl dabei.
Ja, das ist schön. Ja. Jetzt haben wir rausgehört, dass du Netflix bist, hast ja öfter mal am Start. Ja, irgendeine prägnante Serie, die du empfehlen kannst für die Zuhörer. Das war cool. Bis auf jetzt Game Changer, aber die meisten haben das wahrscheinlich Ja, eh schon das sind gesehen. ja Dokus, Ja, ja. ja, ja. Aber jetzt eine Serie oder sowas oder ein Film, wo du sagst, das war sehr prägnant und das hat mir, das kann ich wiedergeben, ja. Sind zwei. Also prinzipiell, ja, ich schaue natürlich ganz viel japanische Anime und Ach, Action. krass, Also, okay. ja, übel. Oh. Ja. Ja, Hast du Baki gesehen? Ja. was ist mit dir los? Alexander Neufang hat mir das empfohlen. Ich habe es nicht gekannt, ja. Also Ernsthaft? meine Anime-Kenntnisse, die sind Ach vor Gott. langer Zeit eingebrochen. Ja, und Ach das Gott. war Fist of the North Star. Ja, das war mein Ja. absoluter Lieblingsfilm. Ja. Dann natürlich der erste Street Fighter Anime-Film mit Korn als Soundtrack, Blind. Ja, ziemlich geil. Ziemlich geil. Okay. Und Ninja Scroll. Ja, das war so Oh, Ninja das. Scroll ist richtig, Wow, ja. richtig cool. Ja. Ja. Aber nee, also ich bin schon Baki, das. Ich und meine Jungs, wir bringen ja jedes Mal aus Japan die T-Shirts mit. Ach, Also das okay. ist ja, also ich ziehe mich auch so an. Ich finde das total, das ist einfach richtig fett. Ja, egal ob das jetzt Rising ist oder Shuto, haben wir beide Events mit dem Zeichner von Baki. Was? Ja, haben einen Deal. Und bei Rising war es die Titelfigur. Da war vor 2, 3 Jahren war Baki da Titelfigur. Und Shuto hat sogar einen noch cooleren Deal mit dem Zeichner. Die Shuto Champions bekommen T-Shirts, also da werden T-Shirts produziert von Shuto Japan mit dem Shuto Champion als Baki-Figur. Heftig. Und schaut echt richtig, also schaut echt richtig fett aus. Ja, es ist wirklich richtig toll. Ja, und da geht mir natürlich Satz auf. Die erste Staffel von Baki, das war ja, oh! Ja. Wobei ich den Film schon gekannt habe. Also es hat in den 90ern einen Film gegeben, dann hat es danach die erste Serie gegeben. Also es hat schon mehrere Serien. Ich kenne Baki Okay. schon sehr, sehr lange. Ja, und dann einer von meinen Jungs, ich glaube, das Selvin war es. Wow, Peter, kennst du Baki? Und ich so, natürlich kenne ich Baki. Ja, auf Netflix jetzt. Und ich so, oh, das habe ich nicht gewusst. Ja. Ich bin das angeschaut und einfach, ich inhaliere ja so eine Serie. Ja, das wird einmal so kurz. Okay. Ja, das ist das Ganze, da warte ich aufs Wochenende oder was und dann ist mal, aber Marathon. Ja, das ist einfach genial. Das ist einfach wirklich genial. Nee, also Anime schaue ich wahnsinnig gern. Aber so vom richtigen Programm des Damen Gambit. Kennst du das? Nee. Ist über eine Schachspielerin. Ach, Von habe ich auch den. schon empfohlen bekommen, ja. Ey, schau Hatte ich es auch dir noch an. vor, ja. Ey, wirklich, schau es dir an. Schau Okay. es dir echt an. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, die Schauspielerin ist phänomenal. Ja, die Story, die Umsetzung ist wirklich, also. Netflix-Produktion auf allerhöchstem Niveau, also richtig, richtig, richtig gut. Und fesseln von der ersten Minute bis zur letzten. Also richtig gut. Ja, das kann ich empfehlen. Und was habe ich jetzt das nämlich angeguckt? Das bekam ich von der Victoria empfohlen. Das war Afterlife, hat es, glaube ich, geheißen. Schwer depressive Serie. Ja, über einen Mann, dessen Frau an Krebs gestorben ist und der hat einfach keinen Bock mehr zu leben. Und sich da halt so durch den Alltag kämpft. Ja, und dann, also in England, und dann halt so im Alltag wirklich damit zu kämpfen hat. Und das ist schon, probiert dann Drogen aus und säuft und was weiß ich, ja. Und das ist echt, also das ist schon richtig krass. Und eigentlich schon wieder so krass, dass es echt wieder lustig ist durch die Situationskomik, die da entsteht. Also jetzt nichts so, hoho, Schenkel klatschen, Ja. ja. Und es sind auch viele Momente dabei, wo du dir echt denkst, pf, okay, echt starker Tobak, ja. Hat dann zum Beispiel eine Prostituierte,
auf der Straße angesprochen, ja, was sie kostet. Ja, die Sexarbeiterin, ja, dann sagt sie so einen Stundensatz und sagt, und machst alles, was, für das Geld machst du alles, eine Stunde, was ich will. Sie, ja, nimmt das mit nach Hause und lässt sie in der Stunde putzen. Also das ist einfach, nicht um sich dran aufzubauen, ja, sondern lässt sie einfach, zahlt ihr das Geld und die putzt ihm die Wohnung. Ja, und die werden dann richtig Freunde. Also das ist schon, also das ist schon eine sehr ergreifende Geschichte. Da habe ich am Anfang überhaupt nicht gewusst, was ich damit anfangen soll bei der ersten Staffel, aber bei der ersten Episode. Dann denke ich mir so, hä, dann schaue ich mir das an. Und als die erste Folge rum ist, war direkt weiter nächste. Es war da voll krass. Und da habe ich, glaube ich, in 2, 3 Nächten habe ich die komplette Ding angeguckt. Und es war echt sehr packend, sehr gut. Ja, also ich mag eher entweder wirklich so Anime und wirklich und bunte Lichter und Action und hast du nicht gesehen, also praktisch stumpfe Unterhaltung für Leute meines Niveaus, ja. Und ab und zu probiere ich dann auch schon mal über den Tellerrand zu gucken und so normale Sachen zu sehen, ja. Ja, also ich schaue schon mehr normale Sachen, ja. Und halt vor allem sozialkritisch, gesellschaftskritisch, das sind echt Dinge oder Themen, die mich immer sehr interessieren. Ja, was Leute mit ihrem Leben machen, ist so ein Ding, was mich immer interessiert. Ja, wenn du das bei anderen Leuten siehst, reflektierst du es ja automatisch auch für dich, was du mit deinem Leben machst und wie das für dich ist. Und da ist dann schon, ja, ich möchte halt die Zeit hier schon gut verbringen und sinnvoll. Also vor allem sinnvoll. Und gut heißt nicht gut für mich, sondern so gut für alle, also irgendwie. Auch wenn sich das eine oder andere, der mich kennt, nicht vorstellen kann. Ja. Ja, krass, Mann, ja. Haben es tatsächlich geschafft. Der ist immer durch, echt? Alter Schalter, Ja. wie viel haben wir jetzt? Es müssen Also echt mal. 7 Stunden haben wir auf alle Fälle. Deswegen haben wir Sieben das ja auch Stunden. auf zwei, haben wir zwei Teile draus gemacht, ja. Aber 7 Stunden ist ja schon her, also. Ja. Als Ich quatsch mal, fand's sehr glaubst, cool. ich Ja, fand es bitte? ultra cool, wirklich ultra cool. Aber glaubst du, dass ich wirklich am Samstag nach dem Podcast Halsweh vom Sprechen hatte? Ja? Ja, ich habe sowas nicht mehr. Also Nee, es. ernsthaft, also ich rede ja nicht, ich rede ja so in der Regel nicht so gerne. Okay. Also macht den komplett falschen Eindruck, ich weiß. Ja. Ich rede eigentlich nur dann mit Menschen gerne, wenn ich merke, dass man sich versteht, dass der andere weiß, über was er redet und über was du redest, ja, oder Menschen, die ich echt mag. Ja, jetzt mit der Victoria zum Beispiel könnte ich tagelang reden. Wird nie langweilig, wird nie doof. Das ist wie mit dir. Ja, jetzt gerade das Gespräch. Ja, da hast du ja nie irgendwie so einen Punkt, wo du denkst so, Nee, ja. finde ich überhaupt nicht. Also wie gesagt, ja, Genau, ich habe das sehr genau. genießen können. Ja, es war super interessant. Ja, und es gibt mit Sicherheit auch noch weitaus mehrere Themen, auch besonders aus deiner Erfahrung heraus. Ja, da könnte man stundenlang weiterreden einfach. Genau, Ja, richtig, richtig. vielleicht setzen wir uns irgendwann mal nochmal zusammen. Ja, machen nochmal eine ganz andere Episode. Ja, Cool. vielleicht auch nach der Rising Sun. Ja, vielleicht danach nochmal kann man sich zusammensetzen und einfach nochmal so Das wäre cool. berichten über die Eindrücke, die man da gewonnen hat. Ja, Ja, da kannst du ja dann ja. aus erster Hand auch mit Ja, erzählen, weil du bist ja da. Also da freue ich mich auch schon. Nee, das weißt, überleg mal, das sind keine 4 Wochen mehr. ist krass, ja. Ist Also schon cool, gell? auf jeden Fall, ja. Also ich freue mich Ah, tierisch drauf, schicke ich dir noch Link von Hotelzimmer. ja. Nee, das wird echt ein richtig cooles Ding. Also da freue ich mich echt bombastisch drauf. Ja. Und wenn du halt jetzt gerade siehst, also sind ja alle am Verzweifeln und am Kopf in den Sand stecken, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht und wie es weitergehen soll. Wenn du dann halt sagen kannst, alles klar, 3. April, 20 Uhr, schaltet Ja. mal rein bei Sport Deutschland, ja, geht bei uns auf die Webseite oder schaut so. Und dann seht ihr einfach ein komplettes Event, sehr BJJ und Grappling-lastig, Sub-only, ja, aber auch Shooto-Kämpfe, Amateur, Semi-Pro,
Profititelkämpfe im Kickboxen von der WKA in Deutschland. Also es wird schon ein richtig cooles Ding, ja, und halt live und for free, moderiert vom Green Grappler. Mhm. Ja, ganz vielen, stabile, vielen ganz, ganz stabile Geschichte. Ja. Und mit René Zeller, ja? Ja, genau. René Zeller ist am Start. Bin ich auch sehr gespannt. Ich hab mit dem Lenesan. Lenesan! Ja, der René, der ist auch richtig cool. Also ist auch echt ein smarter Typ. Also ich glaube, ihr werdet euch wirklich hammermäßig gut verstehen. Ja, also das wird, meiner Meinung nach, wird das echt ein Traum. Den Livestream von euch moderiert zu bekommen. Mhm. Ja, dann haben wir natürlich noch einen Ringsprecher da, den Andi Eckerlin. Ja, und ansonsten halt sind wir jetzt momentan, glaube ich, bei 15 Kämpfen, die da stehen. Also vom Kickboxen übers Shooto, BJJ zum Grappling. Echt alles da. Ja, Wahnsinn. Ja, also das wird, glaube ich, echt wird ein fetziges Ding, auch ohne Zuschauer. Ja. Aber ich glaube, dass das schon ganz gut rüberkommt. Ja, ich freue mich tierisch drauf. Ja, Verlinkungen findet ihr auch hier in der Beschreibung. Wenn ihr Peter irgendwo sucht, da unten draufklicken. Da findet ihr das German Top Team, Peter Angerer. Ja, cool. Die Veranstaltung Rising Sun, die Verlinkung dazu, damit ihr das ja auch nicht verpasst. Ja, also es ist cool. Ein mega geiles Event, ein geiles Ding. Ja, ich freue mich sehr drauf. Wenn ihr diesen Podcast mit unterstützen wollt, dann schaut doch einfach mal bei greengrappler.jiu-jitsu.de rein. Oder auf Instagram bei Green Grappler oder auch auf Facebook Green Grappler Jiu-Jitsu. Den Podcast könnt ihr hören auf Spotify, iTunes, Deezer, Podcast.de, Podcaster.de und bei Google Podcast. Wenn ihr diese zwei schmucken, reifen Boys sehen wollt, ja, ja, dann schaut doch mal auf YouTube rein bei den Green Grappler Podcast. Ja. Lasst mal ein Like da oder auch ein Subscribe, würde mich sehr darüber freuen. Ihr könnt auch gerne diese olle Glocke, könnt ihr da markieren, was auch immer. Ja, ich habe bis heute nicht herausgefunden, wozu dieser Quatsch gut sein soll, aber sie ist da, okay? Viele legen Wert darauf. Ich glaube, man kriegt vielleicht Push-Up-Nachrichten. Nee, das ist wichtig, weil du dann über alle, nicht nur über wichtige Updates aus dem Kanal informiert wirst, sondern über alle Updates. Also wenn ihr auf die Glocke draufhaut, dann wirklich so auf alle Benachrichtigungen erhalten, weil dann wartet ihr wirklich, also wenn dann der Dennis was hochlädt, dann kriegt ihr das Ding direkt aufs Handy. Ah. Aha. Ah. Kannst mal gut sehen. Gut zu wissen, ja. Also drückt diese Glocke. Ja. Unbedingt. Ja, die scheint sehr wichtig zu sein. Die ist wichtig. Ja, ansonsten findet ihr mich auch auf Patreon. Ja, wer ein kleines Abo da lassen möchte, will mich mit unterstützen, weil ich brauche ein bisschen Spritgeld, damit ich diese coole Podcast-Tour machen kann. Ja, ich schaue dann bei euch in den Gym vorbei, drehe da ein Video, ja, und ihr könnt euer Team vorstellen. Ja, und ich versuche halt so ein bisschen den Voodoo-Shake nachzumachen. Ja, war immer ein sehr großes Vorbild für mich, habe das jahrelang immer verfolgt. Ja, und sowas brauchen wir auch in Deutschland, habe ich mir gedacht. Also mache ich das doch gerade mal. Ja. Cool. Ja, würde mich sehr darüber freuen, ja, wenn ihr da mich ein bisschen mit unterstützen könnt. Ja, ja, Peter, wir sind durch. Geiles Ding. Ich freue mich unheimlich sehr darauf, dich auf Amida mal richtig sehen zu können. Ja, ja. Cool. Wir können ja da auch mal rollen. Klar. Ja, klar. Klar. Ja. Können wir mal kurz gucken, was der Green Grappler mit dem alten Mann anstellt, meine ich. Ja, genau. Ja. Ich packe mein Gear ein. Fall. Ich nehme aber auch No-Gear-Sachen mit. Ja. Ja, cool. Mega. Ja. Können wir auch zu mir rüberfahren ins Gym? Ja, kannst du das mal anschauen. Ja, voll cool. Auf jeden Fall, ja. Equipment bringe ich mit. Dreh nochmal ein paar Filmchen. Ja, ja, cool. Ja. Also war mir wirklich eine Riesenfreude und vor allem war es mir eine Ehre. Ja, also es war sehr angenehm. War ganz, ganz toll. Ich weiß jetzt nicht, ob sich der eine oder andere das wirklich antut, 7 Stunden anzuhören. Ja. Echt, glaubst du? Doch, die sind meine Zuhörer, Zuschauer sind fleißig. Die sind und tough, gell? Ja, wenn die Interesse daran haben, dann schauen die sich das cool an. Ja, also cool. Gesagt, du bist eine Legende, ja. Muss man einfach so sagen. Ja, mag man ja selber auch nicht immer so hören, ja, aber ja, richtig. Ja, Urgestein, Legende. Ja, du hast einiges vollbracht hier in Deutschland für den Sport. Bist einer von den ersten gewesen, die im Ausland waren, ja, und Sammy Shield. Ja, ich weiß, also viele der jüngeren Zuhörer, die kennen Sammy Shield wahrscheinlich gar nicht, ja. Auch eine K1-Legende, ja. Also
Könnt ihr mal googeln, Sammy Shield. Und dann wisst ihr, was da abgegangen ist. Ja? Also der hat wirklich einiges gerockt. Ja? Muss man einfach sagen. Ja? Er hat Pride gekämpft, UFC gekämpft. Ja. Also war überall dabei. Ja. Cool. Heftig, ja. So, jetzt fangen wir jetzt aber hier. Warte. Ja. Können die irgendwann nochmal telefonieren? Alles gut. Wir fangen schon wieder an, weißt du, es rutscht schon wieder in die Richtung, dass es weitergeht und dann so bei Stunde 10. Oh. Ja. Alles cool. Dennis, ich danke dir recht herzlich. Ja, wir sehen uns bald, wir hören uns bald. Okay? Auf jeden Fall. Bis Ciao. Dann, ne? Bus. Danke. Not working in New York, you're nuts.